und kreativ angeboten. Anhaltiner allerlei im Albrecht-Küchenstudio. Detlef Gürt kocht und klönt mit Heike Bremer, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Harz und Salzland, und Heidrun Meyer, Bürgermeisterin der Stadt Seeland, im Albrecht-Küchenstudio in Heun. Herzlich willkommen hier im Küchenstudio Albrecht in Holm, hier an der Grenze zwischen Anhalt und Preußen, an der Grenze zwischen Harz und Vorharz. Wir hier zur Kochshow Anhaltiner allerlei treffen uns regelmäßig, um am Herd Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorzustellen, die Sie alle kennen. Aus dem Fernsehen, aus der Lokalpresse, aus dem Rundfunk, aus den Medien. Und es sind immer Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben ein Amt innehaben und damit hohe Verantwortung tragen. Und das trotz 21. Jahrhundert, wo alles digitalisiert ist, sind es immer noch Menschen, die entscheiden, ob sich was tut in der Region oder nicht. Und es sind Menschen, die mit allen Stärken und Schwächen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Aber alle, egal ob ganz oben, ganz unten, ganz dick, ganz dünn, ob jung oder alt, müssen essen. Und Essen hält ja Leib und Seele zusammen. Deswegen ist es eine gute Gelegenheit am Herd, diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorzustellen. Ich freue mich, dass wir heute hier im Küchenstudio Albrecht in dieser wunderschönen Küche, wo Sternekoch Christian Henze schon gekocht hat, heute zwei Persönlichkeiten vorstellen können. Zwei Damen, die Sie auch alle können, die sehr gute Köchinnen sein sollen. Und wir wollen uns heute mal davon überzeugen lassen, ob sie das denn auch tatsächlich sind. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen zu meiner Linken, die Bürgermeisterin der Stadt Seeland, Heidrun Meyer, herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten, meine Lieblingsbundestagsabgeordnete von allen 630 im Deutschen Bundestag, Heike Bremer, herzlich willkommen. Meine Frage als allererstes wäre natürlich, was haben Sie denn vorbereitet und was wird heute gekocht und womit wollen Sie uns überraschen? Ja, zur Hauptspeise gehört das Menü Füllkohl. Das ist so typisch für die Harzregion und deswegen habe ich das heute ausgewählt. Es ist sehr deftig mit dem Beiwerk der süßen Erdbeeren und Sahne ist das, glaube ich, eine sehr schöne Kombination. Ja, und deswegen hier die großen Pfannen und die großen Töpfe. Es ist, denke ich, einfach, aber sehr deftig und schmeckt sehr gut. Und deswegen gehört es auch mit zu meinen Lieblingsgerichten. Kriege ich jetzt schon Hunger. Wir haben für alle Gäste hier im Studio, wir kochen auch für unsere Gäste, ein Aperitif diesmal vorbereitet. Das heißt, ich nicht. Dafür ist verantwortlich unser zweiter Gast, Heike Bremer, die nicht nur diesen schönen Aperitif hat uns kredenzen lassen, sondern auch das Dessert zubereiten wird. Die erste Frage wäre nach einem Prost. Ich hoffe, es schmeckt. Lecker. Könnte ich mich sofort hinsetzen, aber wir müssen noch arbeiten. Was ist hier drin? Also da ist ein schöner Trunk. Frühlingserwachen, 2 Liter Grenadinsirup, 2 Zentiliter Campari, natürlich Erdbeeren, ein bisschen Minze, ich glaube, das schmeckt man, ein bisschen Limettensaft und ein paar Eiswürfel und etwas Prosecco. Und damit wollten wir uns heute einstimmen. Nachher gibt es noch weitere Erdbeeren, die muss ich jetzt hier noch vorbereiten mit Eis und Sahne. Und wir ergänzen nachher das leckere Hauptgericht noch mit Ofenkartoffeln, die wir dann nachher noch aufs Blech machen. Und ich glaube, das wird unseren Gästen, so hoffe ich, doch ganz gut schmecken nachher. Herrlich, wunderbar, hervorragend. Ich denke, es ist schon ein guter Einstieg mit diesem Aperitif. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen auch. Mir schmeckt er, dann kann es schon ganz gut losgehen. Was müssen wir denn jetzt zuerst machen? Ja, ich öffne jetzt mal meine große Pfanne, weil ich dann den Kohl, den ich schon vorbereitet hatte hier im Topf, ein bisschen gedämpft, hier noch hinzugebe. Es ist gehacktes sozusagen schon mal angebraten. Wenn Sie hier reinschauen könnten, ist es ziemlich große Masse. Damit das gar ist. Genau, das würde sonst den Rahmen sprengen. Das ist jetzt ein ganz normaler Weißkohl. Das ist ein ganz normaler Weißkohl, den ich mit per Hand, aber dann nachher auch mit heute Morgen noch mal mit
Hilfsmitteln gerieben, geschnitten habe. So, und das ist der ganz normale Weißkohl, den man jetzt schneiden kann in Größe, je nachdem, wie man das gerne hätte. Den lasse ich dann immer noch, weil er doch so ein bisschen herben Geschmack hat, im heißen Wasser dünsten. Und dann gebe ich den jetzt zu dem angebratenen gehacktes Stückchen. Der wird jetzt blanchiert oder leicht gekocht? Oder? Ja, genau. Damit der erste Geschmack sozusagen sich entfernt. Und dann wird das alles zu einer großen Masse hier in diesen dieser großen Pfanne hinzugegeben. Und ich denke, für 30 Mann, das ist also eine Herausforderung auch für mich. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Aber wir haben ja bereits eine zweite große gefertigte Pfanne im Ofen. Also keine Angst, Sie bekommen nachher noch Ihre Hauptspeise. Also es wird mit Sicherheit funktionieren. Es wird. Ich gehe davon aus. Frau Meier ist Problemlösen gewohnt. Als Sie Bürgermeisterin wurden, also Sie waren es noch gar nicht richtig, zumindest noch nicht richtig im Amt, aber schon gewählt, so ähnlich habe ich das in Erinnerung, ist ja gleich dieses Unglück da in Nachtraschitt passiert und so weiter. Das waren gleich Ihre ersten Tage, ja, so wenn man so will. Gleich ins kalte Wasser geschmissen worden, ja. Und seitdem hat der Druck nicht nachgelassen. Ja, es ist immer wieder, das Alltagsgeschäft ist immer da. Es gibt immer wieder Überraschungen oder Probleme, die wir lösen müssen. Das ist nun mal das Amt des Bürgermeisters. Und wir haben damals mit Stadtgründung am 15. Juli 2009 die Gemeinden, die sich hier freiwillig zur damaligen Verwaltungsgemeinschaft Stadt Seeland zusammengefunden, erst Verwaltungsgemeinschaft, dann Stadt Seeland zusammengefunden haben. Ja, und drei Tage später, wie du es schon sagtest. Wir haben uns verständigt, dass wir uns alle hier am Herbst duzen. Ja, beim Kochen haben wir gesagt, es ist das Du angesagt. Genau. Gab es dieses Unglück, dieser Erdrutsch von Nachterstedt. Und der ist natürlich bis heute noch nicht verarbeitet. Mhm. Und auch die Nutzung des Sees ist noch die Hauptaufgabe des Stadtrates und der Bürgermeisterin. Und wir arbeiten daran. Haben Sie es mal bereut, zu kandidieren und so viel Verantwortung sich auf die Schultern legen zu lassen? Das ist doch eine ganz schöne Last. Ja. Nein, bereut habe ich es eigentlich nie. Aber ich muss ehrlich gestehen, am Anfang war mir diese Aufgabe ziemlich groß, dass ich sage, was übernimmst du da für ein Amt? Das ist Verantwortung für eine Region, für so viele Leute. Das ist schon eine Herausforderung. Meine Funktion war vorher Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft. Das ist komisch, dass fürs Geld immer die Frauen zuständig sind, ja. Wie zu Hause. Ja. Na, gemeinsam mit meinen Ortsbürgermeistern kriegen wir das hin. Das sind ja dann alles Männer und von daher ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Also ich denke, wir Sie halten es zusammen, Sie geben es aus, oder? Wir stimmen uns da. Also das passt ganz gut. Ja, das funktioniert. Aber gut, unsere Kasse ist auch nicht besonders gefüllt und von daher muss man natürlich sorgsam mit dem Geld umgehen und vor allen Dingen mit den Maßnahmen. Jeder hat Wünsche der 6 Ortsteile, aber das irgendwo unter einen Hut zu bekommen, das ist nicht einfach. Aber ich denke schon, in der Vergangenheit ist uns das bisher geglückt. Und ich hoffe, aber macht Spaß. Es macht Spaß, genau. Ja, das war wichtig schon mal. Oh, ihr quackert das? Ich habe jetzt an dem Herd geschraubt. Ist das okay so? Ja, das ist die 4, das ist in Ordnung. Mhm, das ist ja wunderbar. Kann ich mal die Küchenrolle haben? Ja, von der Kommunalpolitik in die Bundespolitik. Meine Lieblingsbundestagsabgeordnete Heike Bremer ist es ja deshalb, weil sie wunderbar auch diesen Brückenschlag hinbekommt. Sie hat nach 1990 als Gemeindedirektorin begonnen und ist dann Verwaltungsleiterin gewesen in der Börderaue, Landrätin, hat also alle Ebenen durch, Geschäftsführerin von Studentenwerk und ist 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das erste Mal in den Bundestag gewählt worden und dann 4 Jahre später mit, weiß ich nicht, noch einem viel besseren Ergebnis, 11% Zulage, wiedergewählt worden. Man kann natürlich auch als Bundestagsabgeordnete, wie nicht sehr viele, gut mitreden, wenn es um die Belange der Gemeinden geht. Und das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Kann man das einbringen, Kommunalerfahrung? Das kann man auf jeden Fall, weil wir haben ja bei uns in der Fraktion eine Arbeitsgruppe Kommunalpolitik.
Und da sind viele ehrenamtliche Bürgermeister, Kreistagsmitglieder oder die jetzt mal in Kommunalpolitik auch hauptamtlich tätig waren. Und weil wir wollen ja das, was wir im Bundestag beschließen, dass das auch unten ankommt. So auch mit der zusätzlichen Investpauschale, wo strukturschwache Gebiete und finanzschwache Kommunen profitieren sollen. Merkt man dann Unterschied bei den Kolleginnen und Kollegen, wir nennen jetzt mal keine Namen, aber dass man sagt, da merkt man, der hat noch nie in einer Kommune Verantwortung gehabt. Ja? Also es gibt viele, die eben noch nicht wissen, vielleicht weil sie, wenn sie ganz neu reinkommen, wie wirkt sich das nachher auf der unteren Ebene aus? Und da ist es schon gut, wenn man auch erfahrene Kommunalpolitiker in den Reihen hat. Aber die lernen das sehr schnell, weil sie wissen, wenn sie dem Bürgermeister was Gutes tun, dann sind sie jederzeit auch wieder willkommen. Ja? Und die Probleme haben wir ja vor Ort. Jetzt haben wir den Hausverbot, ja, im Rathaus, ja. Außer bei Frau Bremer nicht die Gefahr. Also das kann man was mit einbringen, die Lebenserfahrung, die man da gesammelt hat. Auf jeden Fall. Und wir haben in dieser Periode erstmalig die größte finanzielle Entlastung für die Kommunen auf den Weg gebracht. Also wir haben sehr viel Bundesgelder auch zur Verfügung gestellt. Die nächste Pauschale steht an, was auch vor Ort hilft, auch für Investitionen, für dringend notwendige Investitionen. Das ist eine schöne Geschichte. Wie machen Sie es eigentlich mit dem Essen und Kochen? Bundestag ist ja Stress. Ist ja nicht so, dass Sie nur einmal am Tag für eine Stunde dann da in den leeren Plenarsaal gehen, sondern das ist ja wirklich von früh bis spät abends. Kochen Sie in Berlin? Kochst du in Berlin? Also in Berlin habe ich in der Küche, glaube ich, noch gar nicht gekocht. Nicht? Aber ist eine da, ja? Ja, es ist eine Küche da, auch mit einem sehr schönen Herd. Aber in Berlin ist mehr, man steht früh auf, frühstückt vielleicht oder auch nicht und kommt sehr spät nach Hause. Und Wochenende. Wann geht's los früh morgens? Wir fangen sehr zeitig an, 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, also die AG Kommunalpolitik ja beginnt 7.30 Uhr und sehr oft auch Arbeitsfrühstück zu Themen, weil um 9 beginnen immer die Gremien. Und das war das, was für mich auch neu war, dass man in Berlin wirklich sehr früh anfängt und die Abende enden auch sehr spät, also 23 Uhr und später. Letzte Woche hatten wir namentliche Abstimmungen, da waren wir erst 1:30 zurück. Also die Debatten gingen noch weiter bis 2.30 Uhr. Das ist schon ganz schön hart. Ja. Wann kauft man da ein? Ich bringe das meist von zu Hause mit. Ja, ja, ich kaufe in Berlin wenig ein, weil die Tage sind so vollgepackt. Und da habe ich einfach zwischendurch keine Zeit. Und wenn ich dann nach Hause komme, sind ja die Geschäfte zu. Und mal so richtig Frustkauf so oder Lustkauf, wenn man nee, sagt, das jetzt brauche ich jetzt bin kein ich Frust- nicht, und kein Lustkäufer, nicht, nein. Nicht. Ich kaufe gerne ein im Wahlkreis, so zwischendurch, ja, in Halberstadt. Halberstadt, ich habe mir mein Büro in Halberstadt und Frau Weiß ist ja auch hier, die weiß das. Ich gehe dann öfter gerne in die Rathauspassage. Sehr schön, da sieht man auch Aschers immer ab und zu mal, ja? Ja. Und Frau Meier, wie ist es bei Ihnen? Ja, bei mir ist es genau umgedreht. Also ich plane nicht irgendwo einkaufen oder shopping zu gehen, sondern bei mir ist es wirklich manchmal Lust- oder Frustkauf. Ja, dann möchte ich mir irgendwas Gutes tun. Das war der letzte Lustkauf. Oh, da war ich in Aschersleben im LK, ja, da habe ich mir ein Jäckchen gekauft, ja, weil ich in 2 Wochen nach Berlin fahren muss. Ich vertrete dort den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt. Und da denke ich, na, dann darfst du nicht auffallen, wenn du so vom Land kommst. Und da habe ich mir ein schönes Jäckchen gekauft. Bürgermeister, Frau Bürgermeister. Okay, ja, gut. Ja, das ist ja schön. Lustkäufe, ja, machen wir eigentlich auch schon. Gibt es auch Frustkäufe, so, wenn man so richtig so lange Stress im Gemeinderat, Bürgermeister, ja, oder was auch immer, oder, oder mit dem Sport, wohl, Seeland hat ja jetzt am Wochenende einen Aufstieg geschafft, ja, der Fußballer, ja, in, wow, in der Landesklasse. Ja, in der Landesklasse, genau. Wenn nicht, gibt es da einen Frustkauf? Ne, bei Fußball nicht, aber bei einer sehr starken Stadtratssitzung, da kann es passieren, dass man dann schon mal oder nach harten Diskussionen einfach mal den Ausgleich wiederfindet und dann sagt, ja, wo ist das normale Leben? Und ja, und dann passiert das schon mal, dass man durch die Geschäfte geht und man sieht irgendwas Schönes und dann freut man sich, wenn man es kaufen kann. Das ist eine wunderbare Sache, Frust zu verarbeiten. Es nützt der Konjunktur und hier in der Region ist das toll. Bräuchte man mehr davon. Und wie ist das bei dir? Gibt es irgendetwas, wo man sagt, Mensch, das ist eine Versuchung, da kann ich nicht widerstehen? Eigentlich wenig. Ich bin da immer sehr. Am Schaufenster ein Stück Musik oder was Leckeres zu essen? Ja, am Schaufenster gehe ich vorbei und sind die Geschäfte zu. Und das ist dann schlecht. Und wenn ich dann wieder hinkommen möchte, also wenn man es in Wernigerode nimmt, dann ist es schlecht. Dann muss ich ja wieder weg.
Und daher habe ich diese Leidenschaft eher weniger. Also ich habe ein wunderschönes Büro in Halberstadt. Und wenn ich dann eine halbe Stunde Zeit habe, dann gucke ich mal schnell um die Ecke. Also Detlef, die müssen reichen nachher. Deutsche Erdbeeren aus der Region, wunderbar, kann ich nur empfehlen. Ja. Nichts importiert. Ist ja jetzt Erdbeerzeit, deswegen haben wir uns auch gedacht, wir nehmen was sehr Frisches. Gibt es ja überall. Also ich kaufe auch immer gerne frisch. Also wenn es geht, vom Markt oder vom Bauern. Ja, da gibt es sehr viele Stände, und weil die Produkte haben doch einen anderen Geschmack, finde ich. Ja. Aber leider koche ich wenig, weil ich ja auch wenig zu Hause bin. Ja. Und es ist dann keiner da, den man und bekommen kann. Und wenn mal am Wochenende, was gibt es denn dann? Also da bin ich auch kreativ. Ich mache sehr viel auch gerne mit Backofen, was man so reinschieben kann. Also, aber bei mir ist es so, nach Rezepten, ich mache dann alles, was ich so an Gewürzen habe, probiere ich dann auch gerne mal aus. Also dann sagen wir mal das Rezept. Ich sage, ist das mal ich Hose so gegangen? Früher sagen, war so kreativ, dass alle sagten, interessant. Ja, nicht. Vielleicht fehlt manchmal ein bisschen Salz oder manchmal zu viel. Ich bin eher jemand, der sehr scharf würzt. Aber bisher hat sich noch keiner beklagt, und sie sind auch alle gerne wiedergekommen. Das heißt, die essen dann mit Tränen in den Augen und sagen nicht, Chefin im Haus, da wird nicht gemeckert. Ja. Aber wenn man Gäste hat, versucht man ja auch immer nicht zu scharf zu kochen. Ja, man möchte ja nicht, dass sie was dann... Was war das letzte Gericht? Das letzte Gericht? Ich weiß gar nicht, ich koche so viel. Ich weiß jetzt nicht, was ich das Richtige sage. Fleisch, Suppe? Ich koche sehr viel Fleisch, also bin ein Fleischesser, ja, auch sehr gerne Salate. Aber das letzte größere, wo wir viel Gäste hatten, war Ostern, Rouladen und Schnitzel, ja, und Spargel, ja. Ich glaube, jetzt machen wir uns erstmal einen Wein auf, ja. Detlef, ich muss mich hier ein bisschen beeilen, ja, weil ja, damit das hier nachher fertig wir wird. Wir liegen sehr gut in der Zeit, das ist wunderbar. Ja. Wir haben hier einen sehr schönen Wein, ein Müller-Thurgau aus dem Harzer Weingut Kirmann. Als ich vor bestimmt 10 Jahren oder noch länger ist das her, bei einer Veranstaltung in Magdeburg Wein aus Westerhausen kredenzt bekam, dachte ich, die wollen mich veralbern. Hier oben im Norden Wein, man denkt da an Italien, an Frankreich oder an Saale-Unstrut. Ja. Aber hier gibt es tatsächlich in Westerhausen ein wunderbares Weingut, Harzer Weingut Kirmann. Wir haben jetzt hier einen Müller-Thurgau und den werden wir jetzt mal probieren zum Essen. Damit Ihnen allen. Weil wir bei den Produkten aus der Region sind, mein Gehacktes stammt auch hier aus dem Harz, und zwar von der Fleischerei Münch aus Bad Suderode. Ja, dort gehe ich auch sehr gerne einkaufen, weil man da das... Schlachten das, die selbst? Ja, ich denke das alles selber, und da hat man eben das Gefühl, hier hast du eben noch gute Qualität, und... ja, das passiert nicht regelmäßig, aber wenn, dann fahre ich da sehr gerne hoch. Ja. Das ist so meine Erfahrung, das lohnt sich. Manchmal kostet es ein klein wenig mehr, aber es schrumpelt nicht in der Pfanne zusammen, wenn es Fleisch ist. Ja. Es ist frisch und es hat einen intensiveren, einen besseren Geschmack, egal ob es das Obst oder Gemüse oder Fleisch ist. Also, was war denn das letzte Gericht, was die Bürgermeisterin zu Hause gekocht hat? Oh, das kann ich erzählen. Und zwar am Samstag. Ich habe auch noch so einen großen Topf aus DDR-Zeiten. Und da ist eine selbstgemachte Nudelsuppe angesagt. Und ich muss sagen, ist fast leer. Ja, genau. Ja? Fast leer am Abend. Mein Enkel, der ist 13, und Oma, nochmal. Sodass ich nur noch einen kleinen Rest habe. Und das sagt mir dann, das hat geschmeckt, koche ich sehr gerne. Macht aber sehr viel Mühe, weil die Nudeln dann selbst gemacht werden. Eiernudeln, es gibt ja Nudeln Eier, mit und ohne Mehl Eier. Und dann schlagen, über Nacht stehen lassen, dann nochmal nachtrocknen und dann schneiden. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ja? Ja, genau. Das sind, da meine, kommt nichts gegen gekauft. Die Mutter meines Vaters hat es immer gemacht. Die konnte gute böhmische Küche, die kommt aus Sudetendeutschland, und die konnte kochen wie eine Göttin. Ist lecker. Ja. Und die selbstgemachten Nudeln werde ich nie vergessen. Ja. Ich hoffe, meine Kinder auch nicht und meine Enkel, sodass es dann ihren Frauen weitergeben. Ich muss bei der Bürgermeisterin klingeln und sagen, oh. Na gut, das gibt es auf jeden Fall, Steffis, aber das muss ja dann vorbereitet werden, also es dauert dann schon eine Weile. Jetzt gibt es erstmal trotz aller Arbeitsschutzbestimmungen in Deutschland ein Glas Wein. Wein und Essen gehört zusammen. Ja. Ich denke auf die Winzer, und ich bin schon gespannt, was hier raus. Also das Weingut Kirmann, das hat einen ganz guten Wein. Hervorragend. Man kann das an den Kameras jetzt sehen, nicht im Bild, aber wenn Sie die Kameraleute sehen könnten,
da läuft das Wasser schon im Munde zusammen. Ja. Und ich denke, das passt auch hervorragend zu der deftigen Speise, dieser Wein. Aber allerdings, wenn es keine Weintrinker hier unter Ihnen gibt, wir haben natürlich auch noch ein Hasseröder Pilz im Kühlschrank stehen. Das war uns auch wichtig, wenn Schauen das wir mal, jemand was, möchte. Was der Firma wird. Genau, das ist ja auch aktuell gerade so ein bisschen hoch und runter und das wäre sehr schade, denn das, was man da sieht, dort auf dem Gelände, ist eine sehr gute Firma, die eigentlich laufen müsste. Und ich hoffe, dass das für die Region auch weiterhin so passiert. Im Sommer trinken die Leute wieder mehr Bier. Das ist, wird mit Sicherheit so sein. Wenn man mal so tauschen könnte mit irgendjemand, also ich kenne das so, wenn ich König von Deutschland wäre zum Beispiel, ja, was würde ich denn da machen? Gibt es eine Person, mit dem die Bürgermeisterin der Stadt Seeland gerne tauschen würde? Also tauschen nur kurz, um mal den Einblick zu bekommen. Eine Woche oder Monat? Ja, genau. Oder so, ja. Da wäre ich eigentlich schon bei Frau Merkel, muss ich sagen. Viele würden jetzt sagen, um Gottes Willen, aber ich denke schon, also ich bewundere, ich achte diese Frau, was die eigentlich auf der politischen Ebene da alles leistet und dann immer noch die eigene Meinung dazu behalten. Und man muss ja da so ein ganzes Land repräsentieren und das ist schon, also da ziehe ich schon den Hut. Es ist das, was wir im Kleinen hier unten machen, ist sie natürlich im Großen, kann man nicht vergleichen, aber ich würde schon gerne mal hinter die Kulissen gucken, wie das abläuft, wenn sie dann einen Staatsbesuch in der Türkei macht oder in den USA. Ich glaube, da würde ich mich nicht halten können, da bin ich zu emotional, aber muss man dann, ja. Aber das würde mir schon mal so... Das ist schon beeindruckend, so, ja. Die großen, mächtigen Machos dieser Welt beherrschen sie nicht, ja. Also zumindest Frau Merkel scheint da sehr souverän zu sein. Ja. Fels in der Brandung irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht, aber das ist so meine persönliche Meinung. Ja, man muss nicht immer vielleicht alles teilen, aber das, was mich wirklich beeindruckt, dass so in unruhigen und wilden Zeiten jemand offensichtlich vorher nachdenkt und dann noch zu seiner Entscheidung steht. Ja, also jetzt muss ich mal nach Frau Bremer, ist ja dicht dran, ja, sieht ja Frau Merkel regelmäßig. Ja, ich würde mit ihr nicht tauschen wollen, nein. Nicht tauschen wollen? Nein. Weißt also, du viel, ja. Nein, das ist auch so, sie hat ein unwahrscheinliches Pensum. Ja, sie vergisst auch nichts, also sie kann sich auch an Situationen, Begebenheiten erinnern. Aber wenn man sie früh sieht, wenn wir mit ihr zusammensitzen... Das heißt, die Dauernörgler, die nur maulen, aber nie was stemmen. Die würde ich gerne mal für eine Woche Berlin meinen Arbeitstag durchmachen lassen. Ich glaube, viele würden schon nach 2-3 Tagen sagen, das mache ich nicht mit. Weil das ja, das sehen ja viele nicht, es ist ein unwahrscheinlich langer Tag. Und wir bekommen ja heute im Durchschnitt 150 Mails pro Tag und alle erwarten nach einer Stunde eine Antwort, was nicht möglich ist, ohne die vielen Postmappen, die wir parallel bekommen. Die sind im Wahlkreis und die sind auch in Berlin und jeder wartet ja auf eine Antwort. Und wenn das manchmal ein bisschen länger dauert, wenn wir eine Zuarbeit haben aus dem Ministerium, dann fragen sie schon nach. Es ist einfach ein unwahrscheinliches Pensum, geht immer schneller, auch durch die sozialen Netzwerke. Und wenn wir mit der Kanzlerin zusammensitzen, Dienstag ist ja immer Fraktionssitzung, und wenn sie, dann ist sie ja immer dabei ab 15 Uhr und abends siehst du dann, entweder fliegt sie gleich weiter oder bei irgendeinem Empfang, sie hat dann früh die Jacke an und nachmittags und dann sage ich mal, möchte nicht in ihre Haut stecken. Und dann ist also sie ja viel unterwegs. Wollen, ja. Und was ich persönlich vielleicht immer an Sie mal eine Frage hätte, ob sie ihre Tasche selber packt. Also sie muss ja ein- und auspacken oder ob sie das jemand machen lässt. Mhm. Ja. Ich habe gehört, sie geht, also zumindest in den Medien war es ja zu entnehmen, sie geht sogar manchmal am Wochenende, wenn sie so 2-3 Stunden hat, einkaufen. Ja, sie hat ja eine Wohnung auch in Berlin. Schon mal im Supermarkt Frau Merkel getroffen? Ich nicht, aber unser Mitarbeiter der Landesgruppe, der hat sie da schon getroffen. Also sie kauft stimmt, selber ja, ein. Das ist nein. Und ihr Sicherheitsdienst wartet vor der Tür, der geht nicht mit rein. Also sie kauft ganz ein wie eine, und dann sind viele immer erstaunt und glauben nicht. Sie denken, es ist ein Double, ja? Nee, sie ist ganz normal. Also da ist, und sie kocht auch gerne, ja, und bringe ja auch aus der Region öfter mal was mit. Halberstädter Würstchen mag sie sehr gerne. Ja, und sagt sie ihr Mann natürlich auch. Ja, und sowas aus der Region. Ich bekomme auch immer von Bockenbenno, der macht ja auch immer Werbung. Letztens hat er mir Honig für sie mitgegeben und dann freut sie sich immer. Ja. Das ist ja toll. Ich finde das faszinierend, so auch hinter einem so großen Amt wie dem des Bundeskanzlers steht auch nur ein Mensch. Ja, und man hat Glück, wenn die Amtsperson dem Amt gewachsen ist. Ja, das ist schon.
Merkt man ihr die Stimmung so an, wenn sie dienstags in die Fraktion kommt, ob sie schon früh Stress hatte mit dem Kabinett oder sie mit wem auch immer? Sie ist eigentlich immer gut drauf, muss ich sagen. Ich staune, wie sie das wegsteckt, ja, weil das muss man ja auch sehen, kann jeder nachlesen in der Presse, die Kritik und so. Und ich staune, dass sie immer gut drauf ist und für jeden auch ein offenes Ohr hat oder mal schnell ein Autogramm. Man kann bei ihr kurz vor der Fraktionssitzung oder eine Widmung fürs Buch, was ich ja auch schon öfter mitgebracht habe, kann man kurz vorher zu ihr hinkommen, macht sie prompt, ohne dass sie sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Nerven. Also da muss ich sagen, habe ich wirklich Hochachtung. Ja. Also mit Frau Merkel würdest du nicht tauschen wollen? Nein, nein, auf keinen Fall. Gibt es jemand anderen? Ne? Wüsste ich eigentlich nicht. Also Figur, eine Person, ein Amt, irgendjemand, sagt, Mensch, da würde ich gerne mal... Gut, ich habe ja schon König verschiedene... Italien, nein, ein König möchte ich auch nicht sein. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe und ich versuche immer meinen Job ordentlich zu machen. Ich glaube, da wäre ich nicht so gut. Das aber könnte ich, glaube ich, nicht. Aber gut trainierte Jungs, ja. Ein Studentenwerk habe ich gemacht. Ich habe ja auch früher in der HU gelernt. Also es gibt vieles, was ich mir vorstellen könnte, aber ich bin im Moment zufrieden, so wie es jetzt ist. Das ist ja toll. Gibt es denn Persönlichkeiten aus der Geschichte? Schau mal, der Kohl, da ist alles in Ordnung. Ja, das kocht. Und Kartoffeln auch. Kartoffeln, die müssten auch bald so... Sind auch bald. Ja, sonst gibt es ja eine kleine Programmänderung im Menü, dann machen wir eben Kartoffelbrei, ja. Nein, wir haben ja noch... Wir haben ja die anderen noch. Wir haben ja noch Ofenkartoffeln, die haben wir schon vorbereitet. Ja, machen wir, genau. Wir müssen nur die Erdbeeren hier schon ein bisschen noch... würzen, damit die nachher schmecken. Mit Person. Jetzt hat man so Zeitgeschichte im Alltag. Gibt es denn jemand, so dass man sagt, in der Historie, eine liebste Figur der Geschichte? Für den einen ist es Bismarck, für den anderen ist es Goethe oder wer auch immer. Ist da jemand? Ja, für mich sind die auch wieder, da bin ich wieder bei Frauen, Frauenfiguren so aus dem Mittelalter. Die beeindrucken mich schon, ob ich da Filme darüber sehe oder auch Bücher lese. Da bin ich immer irgendwo... sehr intensiv dabei, weil Kirche und Frauen und im Mittelalter, das passt irgendwo nicht so richtig und deswegen ist das für mich so interessant und die Erkenntnis dann für mich ist, Gott sei Dank, dass du in dieser Epoche lebst und nicht damals, wie schwierig das dann schon war. Und das ganz starke Frauen, ja? Also ja? Victoria, Elisabeth I., das waren zu ihrer Zeit die mächtigsten Herrscherinnen der Welt. Ja. Und so. Aber gibt's zum Beispiel auch... eine besondere Persönlichkeit? Ja, ich habe vor kurzem auch gelesen, Katharina von Bora, also Luthers Frau. Ich sage immer, die Männer sind auch nur so stark wie die Frauen an ihrer Seite. Und es kommt bloß nicht immer so rüber, aber ich denke schon, ich weiß jetzt nicht, 5 oder 6 Kinder, was sie hatten. Und dann dort... das alles noch politisch mit zu tragen, was ihr Mann da so doch aushalten musste, das ist schon ja, beeindruckend. Dann hätten wir wahrscheinlich kein Reformationsjubiläum mehr. Ja, zum Beispiel. Also man weiß es nicht, wenn er die Frau nicht an seiner Seite hätte, wie es gelaufen wäre. Das wissen wir ja noch nicht. Gibt es einen Schriftsteller? Irgendeinen? Ich bin nicht so fest, aber so die skandinavischen... Ja, da sehe ich gerne den Heino Ferch, den sehe ich natürlich gerne. Ich bin auch ein ausgesprochener Krimi-Fan, auch ein Tatort-Fan. oder Maria Furtwängler, die sehe ich eigentlich sehr gerne. So, und dann bin ich aber auch bei den alten Filmen wie die Feuerzangenbowle, Heinz Rühmann und ja, also je nachdem, wie die Stimmung ist. Ich musste die damals sehen, weil meine Eltern die gesehen haben. Ich finde die toll. Ja. Ich schaue Rühmann jetzt noch manchmal. Ist leider nicht mehr im aktuellen Programm, aber es gibt ja DVDs. Das ist schon... Aber da habe ich einen schönen Tipp. Und zwar, wenn es Weihnachtsmarkt in den Höfen in Quedlinburg, da gibt es einen Hof, der lässt diese alten Filme ablaufen. Also fantastisch. Die Feuerzangenbowle, die läuft dann da auf der Hauswand, also... Das ist ein Grund mehr, noch mal wieder Quedlinburg zu besuchen in der Adventszeit, wo ja irgendwie Tausende die gleiche Idee haben, ja. Schon gut besucht. Zu den Gewürzen, was gehört denn jetzt eigentlich alles rein in den Kohl? Also ich habe eigentlich nur klassische Sachen wie Pfeffer, Salz, Maggi und auch etwas Ketchup, ja. Das sind die Sachen, man kann das sicher noch mit anderen Gewürzen gerne vermengen, aber das ist bei mir so... Gut. Der Klassiker. Jetzt würde ich mal gerne wissen, gibt es einen Lieblingsschauspieler?
Also ich habe immer gerne James Bond geschaut, mit Connery. Sean Connery, okay. Ja, nicht diese modernen. Roger Moore ist ja jetzt gestorben. Ja, der war aber auch gut, muss ich sagen. Der Gentleman, auch, ja. So. Also eher so ein bisschen Action, aber diese modernen finde ich nicht mehr ganz so toll. Also diese älteren Filme bei Feuerzangenbowle kann ich mich auch anschließen, aber ich sehe nicht viel Fernsehen, meistens Tagesthemen. Und wenn ich mich dann hinsetze, dann schlafe ich. Nein. Das kann mir auch schon passieren. Ja. Roger Moore war so der Gentleman alter Schule. Ja. Und Sean Connery war schon eher Gentleman und Draufgänger. Ja. Ja. Draufgänger hat ein bisschen besser schon gefallen. Ja, weil das vielleicht noch ganz andere Verfilmungen waren, wie man das heute war. Also. Ja. Und weil es ein Krimi war, der ein eigenes Format hatte, wie die James-Bond-Filme ja so waren, oder... Weißt du, eher der Schauspieler, der so... Nee, mehr Action, weil es ein bisschen Action ist, aber nicht zu übertrieben. Also diese ganz modernen Filme, das mag ich nicht so. Also da kann ich mich nicht so begeistern. Also keine Science-Fiction und... Nein, nicht so. Also ich schaue auch gerne mal etwas zum Lachen, aber es darf nicht zu übertrieben sein. Also man muss auch noch lachen können, ja. Lachen ist ein schönes Thema. Darauf trinken wir jetzt erstmal ein. Wir haben ja nicht so oft was zu lachen. Auf die Winzer nochmal. Auf die Winzer. Mm. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft. Und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Hotel Stubenberg, ein Ort zum Wohlfühlen. Genießen Sie die frisch zubereiteten regionalen Speisen im Restaurant oder die leckeren Spezialitäten vom Grill im rustikalen Biergarten. Feiern Sie mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen im stilvollen Ambiente. Übernachten Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Und die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu. Das Team vom Stubenberg wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbag-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf einer Tempur-Matratze Ihrer Wahl ein Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 193 Euro. Machen Sie es wie Felix Neureuther und entspannen Sie auf Ihrer neuen Tempur-Matratze. Herzlich willkommen hier bei uns im Autohaus Quedlinburg Süd. Seit 20 Jahren verkauft unser Team Jahres- und Gebrauchtwagen. Sehr gern kaufen wir Ihr Fahrzeug auch ohne TÜV und aus laufender Finanzierung zu fairen Preisen bar an. Darauf unser Wort. Dank der individuellen Beratung, auch im Finanzierungsbereich, haben wir den zufriedensten Kunden. Testen Sie uns, kommen Sie einfach vorbei. Ihr Autohaus Quedlinburg Süd. Unsere Autos sind top. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de.
Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz in Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. "95 Schätze" stehen für 95 Thesen, mit denen Luther die Welt veränderte. Sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Collegium Augusteum vom 13. Mai bis zum 5. November in der Lutherstadt Wittenberg. Die Schätze stammen nicht nur aus dem Lebensumfeld des Reformators, sondern auch von Personen, die von Luthers Arbeit inspiriert wurden. Luther, 95 Schätze, 95 Menschen, ist der Beitrag Sachsen-Anhalts zu den drei nationalen Sonderausstellungen zum 500. Jubiläum der Reformation. Weitere Informationen unter www.dreimalhammer.de. Die volle Wucht der Reformation. Anhaltiner allerlei im Albrecht-Küchenstudio. Detlef Gürt kocht und klönt mit Heike Bremer, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Harz und Salzland, und Heidrun Meyer, Bürgermeisterin der Stadt Seeland, im Albrecht-Küchenstudio in Heum. Mein Herz lacht auch schon, wenn ich in die Pfanne schaue. Das sieht jetzt schon super lecker aus. Und du darfst auch mal kosten, wie scharf das, Heike, vielleicht auch. Detlef, du darfst hier nicht so viel naschen, dann reicht es nachher nicht für unsere Gäste. Gucke, dem tropft da schon der Zahn. Ich sehe da schon. Ja, und du naschst dir die Erdbeeren weg. Gibt es einen Comedian, das war Stichpunkt Lachen, also Komiker hätte man früher gesagt, die Comedians, Stand-Up-Comedians, da sind ja immer mehr jetzt am Start. Die laufen auch über alle Sendeformate. Manche füllen Stadien, hat nichts mit Qualität, sondern mit Gefallen zu tun, und da kann man ja immer drücken. Gibt es irgendjemand, also ich habe so auch den einen oder anderen, den schaue ich gerne, wie Dieter Nuhr, oder den einen oder anderen, da zappe ich weg. Gibt es da jemand, der sagt, also nee, Mario Barth zappe ich grundsätzlich weg, das ist mir zu, ich kann da auch nicht drüber lachen, aber die Heute-Show sehe ich gerne, wenn ich nicht drinnen vorkomme, natürlich. Als Frau verstehe ich das, ja. Ja. Und ja, man erlebt das ja doch, wie die Kollegen dann aufs Korn genommen werden, manchmal leidet man auch mit bei der Heute-Show, ja, weil das die Situation manchmal eine ganz andere war, aber... Weißt du, wo ich mal mitgelitten habe, als ein Kandidat einer anderen ehemals großen Volkspartei in der ZDF-Heute-Show dann gebracht wurde. Ja. Das ist immer, wenn man da drin stattfindet, hat man was falsch gemacht. Da sage ich immer, Mensch, das ist schon tough, dann nächsten Tag wieder in die Kamera zu lächeln und einen Job weiterzumachen. Und manche finden das toll. Du warst noch nicht drin, ne? Nein, Gott sei Dank. Hat alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Aber das will nichts heißen. Das kann morgen wieder ganz anders sein. Mhm. Das kommt auch immer auf die aktuellen Themen drauf an, die wir haben. Jetzt habe ich ja angenehme Themen. Tourismus ist ja nicht so, wo es eben so schwierig ist. Ja. Ja, Frau Bremer ist die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag, sind 630 Abgeordnete. Jeder möchte da Karriere machen, nicht alle schaffen es. Es ist schon eine Auszeichnung, dort für 4 Jahre das Volk vertreten zu dürfen. Aber auch Vorsitzender eines Ausschusses zu werden, wenn man aus einem kleinen Bundesland wie Sachsen-Anhalt kommt, das ist schon eher selten. Ich weiß gar nicht, ob wir davor schon mal einen Ausschussvorsitz hatten. Aber Tourismusausschuss heißt ja für Deutschland, nicht nur für uns hier in Sachsen-Anhalt. Da kommt man doch sicherlich viel rum.
Schon, aber mehr innerhalb Deutschlands. Und wir haben mehr auch so diplomatische Kontakte mit den Botschaften. Weil unter Tourismus, viele sagen immer, was macht ihr denn da? Und 2,9 Millionen Menschen. Was machen wir jetzt hier gerade? Also ich muss ja ein bisschen vorarbeiten. Detlef, so nebenbei. Die Erdbeeren sind klein geschnitten. Die Erdbeeren sind klein geschnitten. Brauner. Und dann kommt da Rohrzucker drauf. Okay. Ja, und dann kommt hier dieser Orangenlikör. Und dann den etwas wir mal probieren. Balsamico, Detlef, erst später. Lass mich das erst ein bisschen hier vorbereiten. Das muss noch ein bisschen einziehen, damit das nachher Rohrzucker schmeckt zum Eis. Und natürlich roten Pfeffer. Aber wenn du hier tätig sein willst, du kannst... Ist das Basilikum? Ja. Ja, der ist schon ein bisschen, wir haben ein bisschen vorgearbeitet hier. Der ist schon ein bisschen geschnippelt. Und den roten Pfeffer, du kannst dich hier auch einbringen. Den können wir hier ein bisschen malen. Ja, der muss hier auch drüber, damit das ein bisschen einwirkt fürs Eis. Das ist ganz interessant hier. Das ist ein gusseisernes Gefäß und der wird gestoßen. Genau. Also klassisch, wie das die Sterneküche machen. Genau. Okay. Du kannst dich da gerne mit einbringen. Mache ich. Also Tourismus waren wir ja beim Thema unterschätzen. Viele Menschen, 2,9 Millionen Menschen bundesweit und Trend steigend. So viele, ja. Ja, und die in der Tourismusbranche arbeiten ja rund um die Uhr. Wenn wir frei haben, wenn wir Feierabend haben. Und den Schülern, die immer zu uns kommen im Deutschen Bundestag, erkläre ich auch immer, Tourismus hat mit Reisen, Essen, Trinken, Freizeit, Erholung, Bahnreisen, barrierefrei, selbst soziale Themen spielen da auch eine Rolle. Und deswegen ist die Branche, wir haben da viel zu tun, also immer wieder neue Themen. Wir haben gerade unseren Bericht jetzt fertig, unseren tourismuspolitischen Bericht, den die Bundesregierung vorgelegt hat, den wir auch mit den österreichischen Gästen in der letzten Sitzungswoche dann gemeinsam debattiert haben. Ist das so? Ich habe so das Gefühl, durch die Unsicherheit in der Welt, Türkei war ein beliebtes Reiseziel, Nordafrika wie Algerien, Tunesien, da passiert so viel, dass die Leute ja auch Angst haben. Da gehen die Zahlen dramatisch zurück, profitiert die deutsche Tourismusbranche davon? Die Deutschen profitieren, weil viele machen ja sowieso gerne Urlaub im eigenen Bundesland und fahren aber auch einmal öfter. Aber es sind wieder neue, ganz andere Ziele. Also unsere Bundesbürger suchen sich dann auch wieder andere Ziele. Viele nutzen die Langstrecken. Spanien, die Balearen sind sehr stark im Kommen oder auch die nordischen Länder. Viel Kreuzfahrten ist ein toller Boom. Die ältere Generation, die nutzen die Möglichkeit, über eine Kreuzfahrt möglichst viele Länder kennenzulernen. Also das gibt auch immer wieder neue Trends und aktuelle Highlights. Es boomt, ja, unwahrscheinlich. Und ist auch ein sehr schönes Aufgabenfeld, auch für junge Menschen, die Karriere machen wollen. Also die Tourismusbranche kann ich dafür nur empfehlen. Der ist so gut, oder muss er noch? Ja, der ist gut. Ich gebe dir einen kleinen Löffel. Und dann die Kartoffeln müssen wir jetzt noch vierteln aufs Blech machen für die Ofenkartoffeln. Das kann da drauf. Ich spiele hier mal kurz frei. Ich mache hier schon mal ein bisschen den Likör drüber, Detlef. Und wenn dann, nicht alle machen, ja? Nein, dann musst du immer noch ein Glas vorholen. Dann können wir den ja auch mal probieren. Ich mache das hier, oder? Ich glaube, der reicht. Warte mal. Ja. Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch überlegt, was wir machen und haben gesagt, es ist jetzt Erdbeerzeit. Und dann wollen wir als krönenden Abschluss dann natürlich auch den Nachtisch mit Erdbeeren gestalten. Gibt es denn jetzt ein Projekt, was vielleicht jetzt zu deinem Aufgabengebiet Tourismus passt? Also ich, was du jetzt am liebsten befördert hättest? Natürlich gibt es viele Projekte bundesweit, aber mich interessiert natürlich in der Region Harz-Schirke. Ja, weil es eine Ganzjahresnutzung ist und eine besondere Attraktivität, das Thema Seilbahn, dass man vom Land Sachsen-Anhalt dieses Projekt wirklich fördert und unterstützt. Und ich kann auch aktuell berichten, das Projekt, was von privaten Initiatoren auf den Weg gebracht wurde, ich weiß nicht, ob du schon dieses Highlight dir angeschaut hast, diese Hängebrücke, die längste über der Radbrotetalsperre. Ich werde es machen. Also viel Wartezeit mitbringen. Es gibt wenig Parkplätze. Der Parkplatz muss noch geschaffen werden. Und es sind Wartezeiten von 2 bis 4 Stunden. Also es ist ein unwahrscheinlicher Run. Und mir wurde berichtet, dass auch die anderen Sehenswürdigkeiten dort oben jetzt sehr gefragt sind. Auch die Lokalitäten werden dann aufgesucht. Und das finde ich eigentlich, da zieht eine Investition die anderen nach. Ja, also es wird angenommen, viel stärker als erhofft. Ja. Ja. Und es zieht Leute, die lassen ja auch Geld dann da. Ja, ja. Und es zieht wieder andere Touristen an, aber auch unsere eigenen Bürger, die in der Region wohnen, die wollen ja auch Highlights erleben.
Ja. Da habe ich auch ein Beispiel. Wir waren gestern mit dem Enkel in Thale, in Funpark. Also es hat ja Vormittag geregnet, aber danach war wunderschönes Wetter. Und man hat richtig gesehen, wie die Leute nach dem Mittag rauskamen. Das war wirklich sehr voll. Also das ist ein wunderschöner, kleiner Park. Und mit der Gondel dann auch hochgefahren. Also der Hexentanzplatz ist immer wieder schön. Für einen selber, für die Kinder, für die Enkelkinder wieder. Also da ist vieles passiert. Und man kann da wirklich, da sind wir bei Tagesausflügler, also wirklich einen sehr schönen Tag verbringen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also ich war da neulich auch. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ich brauche mal was zum Umrühren. Und was mich natürlich an dem Harz-Projekt, das ist noch nicht das Richtige, nehmen wir das mal, beeindruckt. Ist ja nicht einfach eine Seilbahn, die ihr plant ist, damit man Skifahren kann, sondern ist ein Ganzjahresprojekt. Ja? Und darüber wird zu wenig berichtet, dass das natürlich ein Ganzjahresprojekt ist, wo man dann eben doch für die Wanderer und viele andere mehr 12 Monate im Jahr den Harz so nutzen kann, wie das halt im Westharz auch schon möglich ist. Ja? Und wir werden sehen, was am Mount Dalbert passiert in den nächsten Jahren. Ich hoffe, das wird alles einvernehmlich und gut gelöst. Das hoffen wir natürlich auch. Es ist wichtig, dass es ein ordentliches Verfahren gibt und man muss natürlich Natur- und Umweltschutzbelange schon berücksichtigen. Ja, aber man sollte private Investoren auch nicht verprellen. Irgendwann müssen sie auch wissen, ob sie mit einer Genehmigung rechnen können. Und das ist vor allem, wenn du vor Ort warst und hast dir das angeschaut, das sind Investitionen auch für Familien mit Kindern, sehr viele Projekte, die vorgesehen sind, die dann folgen werden, und das halte ich für eine gute Idee. Also wir haben sicher viel zu bieten in der Region und es ist durch die B6N natürlich ein Segen. Ja. Also da muss ich sagen, mein Wahlkreis hat das, ich liebe diese Straße, weil ich sehr schnell von einem anderen Ende zum anderen komme. Ja, das ist wirklich ein Segen auch für uns. Diese B6 neu wurde es erstmal auf einer Karte gezeichnet im Jahr 1990. Da gab es noch einen Bundestagsabgeordneten, der war vorher in der Volkskammer, in dieser letzten und ersten Freigewählten. Reinhard Krischkewitz hieß der, ein Buchhändler. Und er kam mit einem alten Shell-Atlas, der wurde dann kopiert an einem Kopierer in Peine auf A3-Format. Und da wurden die alten Straßenbauprojekte, die schon mal historisch vorgesehen waren, alle wieder eingetragen. Und da fiel halt auf, dass viele im Westen der Bundesrepublik Nord-Süd-Verbindungen waren, aber Ost-West-Verbindungen gab es kaum durch den Mauerbau. Ja. Und da gehörte die Südharz- und die Nordharz-Autobahn dazu. Ja. Die B6 neu ist als Nordharz-Autobahn damals in die Beantragung gegangen. Ich habe das Verfahren lange begleitet. Jetzt habe ich gehört, jetzt soll es umgewidmet werden zur Autobahn? Ja, jetzt kann man ja drüber sprechen. Ich bin ja vor einigen Jahren extra in der Sommerpause nach Berlin gefahren, um mit dem Staatssekretär und mit den Beamten darüber zu diskutieren, ob es eine Autobahn werden könnte. Und da haben sie mir erzählt, dass man ja bei einer Autobahn die Abstände zur Wohnbebauung beachten müsse. Und da habe ich gesagt, ich lade sie jetzt in mein Auto ein und wir fahren sofort los, weil rechts und links hat man ja keine Wohnbebauung. Die Straße ist ja wirklich mitten auf den Acker gebaut worden. Ja, und da haben sie mir erklärt, man kann nicht einfach aus einer Bundesstraße eine Autobahn machen. Also da sieht man, dass vieles manchmal auch vom grünen Tisch aus entschieden wird, dass man da ordentlich nachhacken muss. Und ich freue mich auch, dass das jetzt einem guten Weg zugeführt wird. Das heißt aber, man kann was erreichen. Man kann was erreichen, wenn man nicht aufgibt. Und das mache ich ja auch nicht. Gestern war ich in Amrode. Das sagt mein Bier übrigens nach, ja? Ja, ist ja gut, oder? Die ist ganz zäh, die lässt nicht locker. Ja, das sehe ich auch so. Wenn ich ein Ziel habe, dann muss das ansteuern. Und wenn man das nicht schafft, ist schlecht. Dann muss man überlegen, wie man es trotzdem erreichen kann. Ja, das zeichnet, glaube ich, auch Bürgermeisterinnen aus. Ja, wobei ich aber sagen muss, das ist natürlich, man hat immer zwei Seiten. Und wenn ich an die B6N oder jetzt auch Autobahn denke, sollte man doch an die Ortschaften denken und wegen der Lärmbelästigung, dass man das im Auge behält und dass man dann wirklich auch im Rahmen der Möglichkeiten dann Maßnahmen schafft, um auch den Bewohnern hier vor Ort den ländlichen Bereich nicht zu nehmen. Ja? Also eine Lärmbelästigung ist da, das ist ohne Frage. Aber inwieweit die dann den Menschen, sage ich mal, schaden kann, das ist jetzt wieder unsere Aufgabe der Kommunalpolitiker, darauf zu achten, dass man dann auch wirklich
dieses Thema noch anspricht. Die Erschließung ist das ein Segen. Ja, das ist schon, es wäre die eine oder andere Investition nicht passiert. Aber nochmal zum Tourismus. Hier seit 1990, das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir, geht es ja um die Sanierung der alten Tagebauer. Und hier Nachterstedt, Schadeleben, Friedrichsaue, den Concordiasee. Der soll so entwickelt werden, dass wieder Freizeit dort möglich ist. Das ist auch so ein Projekt, das hätten Sie oder hättest du am liebsten jetzt schneller realisiert, ja? Natürlich. Wir waren damals, das fing an in den 90er Jahren, dass die Bürgermeister der Kommunen eine Vision hatten, den Tagebau sozusagen touristisch zu erschließen. Das hat eigentlich die Bürgermeister geeint und das Projekt ist bis heute noch von uns allen auf den Weg zu bringen. Nun hatten wir ja das Unglück 2009, hat uns sehr nach hinten geworfen. Wir wären jetzt schon viel weiter. So im vergangenen Jahr nochmal ein Arbeitsunfall und wir warten jetzt gerade auch zeitnah darauf, inwieweit eine Teilöffnung des Concordiasees dann möglich wäre. Das ist immer wieder ein Festhalten an dieses Projekt. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr schon unseren Masterplan zur touristischen Nutzung im Stadtrat, im nicht öffentlichen Teil zwar, aber doch schon besprochen und auch auf den Weg gebracht. Aber der liegt jetzt erstmal in der Schublade. Wir müssen jetzt schauen, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Aber der Druck, den werden wir immer wieder aufbauen, weil das für die Region auch aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, das Wichtigste hier ist. Das sehe ich auch so, ja. Ich denke, das wird auch was werden. Ich glaube da ganz fest dran und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir alle noch da drinnen schwimmen. Da machen wir mal Wettschwimmen, Bürgermeister, also Kommune gegen Bundestag, ja. Wollen wir das mal veranstalten? Das können wir gerne machen. Aber dann bringe ich Verstärkung mit von meinen Kollegen. Wir haben nämlich im Deutschen Bundestag sehr viele aktive Sportgruppen. Es gibt die Motorradfahrer, die Radfahrer, die Jogger, die Fußballspieler. Das findet sogar im europäischen Rahmen statt. Unsere Fußballer waren nur Vierter, aber es sind auch nur 4 Mannschaften gestartet. Gibt es Kampftaucher, Wettschwimmer? Es gibt alles. Es gibt alles. Also da sind also, auch die. Also schwimmen wir hierher an den Concordiasee zum Anbaden. Ne? Ja, das ist natürlich, muss man immer sehen, weil die sind auch unterwegs, nicht nur die Bundestagsabgeordneten, sondern auch die Mitarbeiter. Die dürfen sich daran auch beteiligen. So, Detlef, jetzt sind wir hier fast, du musst noch ein bisschen Zucker drauf bringen. Ich habe noch ein bisschen roten Pfeffer. Genau. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, dann machen wir Chili con Carne aus dem. Nein, das machen wir nicht. Das werden wir ja nachher alles verkosten. So. Ich mache noch mal ein bisschen Zucker drüber. So, dann sind wir mit den, machen wir nur noch die paar Kartoffeln fertig. Ja. So. Ich glaube, wenn du den kosten möchtest, ich weiß gar nicht, wie viel Prozente der hat. Oh, er hat gewaltig. Ich probiere mal. So, ich mache den Pfeffer jetzt ran und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen umrühren. Ja, und ein bisschen einziehen lassen. Genau. So, wir gehen jetzt in das Finale. Das sieht schon sehr lecker aus und es duftet auch hervorragend nach Erdbeeren und Orangenlikör. Da werden wir jetzt uns ein Urteil bilden müssen, wie gut der Orangenlikör ist. Und mal probieren. Ganz wenig. Ganz wenig. Wenn der jetzt nicht zusagt, würden wir die ganzen Erdbeeren alleine essen müssen. Das schaffen wir. Aber wir probieren sich jetzt aber vorher mal. Heidrun, reichen die Kartoffeln? Ja, ich denke, das so ist. Lege ich die hier richtig her? Guck ja, mal. Ja. Wir haben die jetzt, ich mache die oft halb auf so einem Blech, die Kartoffeln mit ein bisschen Salz und Öl. Und dann würzen wir die. Und damit wir mehr drauf bekommen, haben wir die jetzt auch geviertelt, weil das nachher auf dem Teller ordentlich schön. Hätte ich jetzt hier Öl noch machen müssen? Ja, oder? Und dann kommt noch das grobe Salz. Pack mal erstmal drauf. Ja, genau. Okay. Ich denke mal, aber die reichen. Kannst du ganz dicht packen? Mhm. Wir haben natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet, damit man das dann kosten kann. Weil das wissen ja die Hausfrauen auch, in einer Stunde kriegt man das Essen nicht fertig. Also
Und dann für 30 Personen. Naja, wir können mehr. Ja nicht unsere schon das Doppelte anzahlen. Unseren genau. Zuschauern hier den Mund wässrig machen und dann dürfen sie das nicht mal probieren. Ich reiche mal ein bisschen rüber. Ja. Wie fängt denn so ein Tag an bei der Bundestagsabgeordneten? 5:30 aufstehen. Gibt es ein Ritual? So, ja. Kaffee zum Runterwerden. Und eine schöne kalte Dusche. Und hier in Holm auch eine kalte Dusche. Kein ja. Warmduscher. So. Nein, nicht so heiß, also dass man munter wird. Gut. Und, bei mir fängt es mit dem Tee an. Mit dem Tee. Was also Kaffee eher noch. Pfefferminz, schwarzer, Mate. Alles. Ich nehme sogar Kümmel, Anis aha. Und Fenchel. Also der beruhigt. Und der bekommt mir gut. Und ja. Das ist jeden Morgen, ja, ist ein gleiches Ritual. So, ja. Ja. Wer kauft da ein? Ja. Nicht Michael. Sonst gibt es immer Milchreis. Ist ein Süßer, ja? Nee, da würde er Hackus und Knieste, glaube ich, vorziehen. Gut. Aber er hat ja Glück, er hat ja Glück, er hat ja dich. Insofern gibt es auch abwechslungsreiche, leckere Küche. So, das sieht jetzt sehr, sehr schön aus. Die Kartoffel. Über Pfingsten waren ja so viele Veranstaltungen, sodass die Küche diesmal kalt blieb. Wir haben den gegrillt abends. Auch gut. So, die schieben wir jetzt hier rein. Ins Blech. Die anderen sind fast fertig, ja. Einen kontrollierenden Blick nochmal auf unsere befreundeten Kartoffeln. Die sind fertig. Achso, die Erdbeeren, hast du die jetzt schon probiert? Ich habe schon wieder vergessen. Ich müsste, glaube ich, nochmal probieren. Also kein Urteil abgegeben. So, Detlef, den Löffel nehmen wir dann mal weg. Dann nehmen wir einen frischen Löffel. Jetzt ist ja nochmal, ich glaube noch ein bisschen Likör muss dran. Bisschen Likör. Noch ein bisschen Zucker. Nee, Zucker, bei Samico, der kommt dann zum Schluss. Das ist aber kein Alkohol. Das ist kein Alkohol, aber das ist ja für das Würzen. Das ist Orangenlikör. Detlef, nicht so viel. Gut, verfeinert mit Cognac. Ich nehme den kleinen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der Likör mit dem Cognac ist. Dass die Kommunen nicht zu kurz kommen. Also ja, das ist wichtig. Auf die wir Brücke sind die Basis zwischen hier unten. Kommune und Bundestag über den Herd. Ja? Herd verbindet alles. Ja? Das finde ich. Wir haben ja viel schon zusammen gemacht, aber zusammen gekocht haben wir noch nicht. Oh, ja. Und das am Vormittag. Also ganz cremig. Ja, das ist auf wie viel hat er denn? Genau richtig, würde ich sagen. 40. Oh, das merkt man. Ein kleiner Stück. Aber es ist ja warm hier drin. Ja. Das bei den Temperaturen brauchen wir ein paar mehr Prozente. Das. So, und jetzt musst du die Erdbeeren nochmal probieren. Nochmal. Hast du schon? Nee, das sind saubere Löffel. Okay. Dann gibst du dein Urteil ab. Dann probieren wir noch einmal und dann schauen wir mal. So, dadurch, dass es hier sehr warm ist, werden die auch sehr weich. So. Und dazu braucht man auch ein Likörchen, damit die nicht zu weich werden. Und das machen wir nachher noch so drüber. Ja? Wunderbar. Und Eis dazu und Sahne. Auch noch, Mensch. Ich bin in einer richtigen Veranstaltung. Ja, das ist der Harzer Traum, der Erdbeertraum. Also noch zweimal probiert und dann fange ich an zu singen. Apropos singen, singt jemand? Sehr gerne, ja. Aber nicht in Badewanne oder im Chor? Auch nicht. Also das ist vielleicht für später. Wenn ich Zeit habe, würde ich gerne im Chor mitsingen. Aber du musst ja dann regelmäßig da sein und das kann ich im Moment nicht gewährleisten. Also ich höre es auch sehr gerne. Unsere Chöre, die wir in der Stadt Seeland haben, kriege ich immer Gänsehaut, wenn die auftreten. Wir haben jetzt auch gerade am Samstag ist, genau, wir haben 140 Jahre Volkschor Gatersleben jetzt am Samstag ein Jubiläum. Da sind auch befreundete Chöre aus Schneidlingen, weiß ich, sind dann immer eingeladen. Schneidling ist was Besonderes, ja? Ja, weil ja, genau. Frau Meier wurde vor vermutlich 25 Jahren in Schneidlingen nämlich geboren. Ja, ja, das stimmt. Und die eine oder andere ältere, nein, da gab es eine Poliklinik. Gab es eine Poliklinik? In Schneidlingen gab es 1957 eine Poliklinik. Ich habe da kein Problem mit. Und so war das eben. In Nachterstedt gab es ja auch mal eine Poliklinik. Also ich fand das gar nicht so schlecht, muss ich so sagen. Für die ländliche Bevölkerung ist das eigentlich eine Alternative. Aber? Und wenn es einen Chor gibt, wenn mal Zeit wäre, wäre da Mitsingen drin?
Also wenn der Chorleiter mich testen würde und ich habe eine Stimme, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber dann würde ich das auch gerne machen. Ich habe es schon beobachtet, sie singt immer mit. Wenn Chorveranstaltungen hier in Seeland sind, ja, und sie ist ja fast immer da, dann singt sie mit. Ja. Bestimmt. Also bist du textsicher? Nee, eigentlich nicht. Ich gucke dann von der Schule, was man so wie wir kennt. Früher in der Kirche. Wir hängen immer so einen halben Satz Lippen hinterher. So, ja. Oder so, ja. Aber also. Die alten Volkslieder, da weiß nicht, da geht mir irgendwie das Herz auf. Das höre ich zu gerne. Ob nun Männerchor oder gemischter Chor, das ist alles wuchtig, das klingt sehr schön. Das hat man, diese Tradition sollte man weiterführen. Es ist schade, der Nachwuchs fehlt, wie überall. Aber es wäre ein Verlust, wenn das wegbrechen würde. Es kommt wieder. Irgendwann ja, entdeckt ich hoffe die das nächste auch. Generation die auch, zuletzt. Dass Computer auf Dauer auch langweilig ist. Ja, genau. Mensch ist Mensch. Menschen sind lieber mit Menschen zusammen. Ja. Beim Mitsingen Chorlieder oder? So wie es kommt. So wie es kommt, ja. Wenn man textsicher ist, ist es besser. So nach dem Bundestag mal so AC/DC, so Highway to Hell mit. Aber im Bundestag gibt es auch einen Chor. Ja? Ja, gibt es auch eine Chorgemeinschaft. Zu Weihnachten singen sie dann immer in den verschiedenen Räumlichkeiten. Und dann kann man auch mitsingen. Also es gibt es auch. Aber wenn ich gut drauf bin, mache ich AC/DC auch laut. Also es kommt auch vor. Ja, letztens im Auto war ich, warum mir denn so danach ist, warum ich das so laut mache. Ich fand es einfach gut. Ja. Das ist schön, ja. Ja. Wenn man ganz alleine fährt, kein ist noch Fahrer, besser. Ja. Dann kann man so laut drehen, wie man will. Ja, ja ich fahre ja meistens alleine. Ja. Also ein Chor und keine Flötengruppe, sonst hätte man gesagt, da gehen uns die Abgeordneten flöten und dann wäre ja dann auch nicht so schön. Ja, wenn ein bisschen mehr Zeit wäre, gibt es ein Hobby oder irgendetwas? Das würde ich jetzt machen, wenn ich Zeit hätte. Ist ja meistens so 12-Stunden-Tag und mehr und Samstag und Sonntag sind Termine. Und viel sitzen. Und der Ausgleich ist eben das Laufen, Wandern. Also mein Mann und ich, wir laufen eben gerne, sind im Harz. Jetzt sind wir wieder beim Harz vor der Haustür. Andere kommen hier in Urlaub, machen ihren Urlaub. Und ich bin zu gerne im Harz, um irgendwo ganz einsam im Wald. Gibt es Lieblingsstrecken oder egal wo? Kalkgestieg oder wo? Ja, wir sind zum Beispiel auch gerne in Blankenburg, Michaelstein. Dort laufe ich auch sehr gerne. Oder in der Nähe, wir waren vor kurzem Badeborn, Asmusstedt mit dem Fahrrad hingefahren und dann bist du auf der Anhöhe, ich weiß den Berg jetzt nicht, wie er heißt, da war ich noch nie im Leben, wunderschön, die Sicht war herrlich. Ja, also wir haben das hier vor der Haustür, das ist sowas von schön, wer die Natur liebt und ich liebe die Natur. Zum Himmelfahrt konnte man viele sehen, die auf dem Brocken gewandert sind, habe ich auch dieses Jahr gemacht. So manchen Seeländer auch da oben getroffen, in unterschiedlichen Gemütsverfassungen und Zustand. Ja. Andere Menschen auch, war sehr schön. Gibt's womit entspannst du? Also, es ist ja wirklich viel Stress, weil man in so kurzer Zeit viel entscheiden muss. Ja. Und die sitzungsfreien Wochen sind ja auch vollgepackt mit Terminen. Und oft bin ich auch als Ausschussvorsitzende unterwegs. Also ich genieße dann gerne Ruhe. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, würde ich gerne so ein spannendes Buch an einem Tag durchlesen. Ja. Gibt es schon eins, sagt... Leider nicht. Also ich habe ja meistens 4-5 Bücher und dann hat man 2-3 angefangen. Da sagte, die muss ich mal zu Ende kriegen, das ist ja rum. Und eins, da kann man ja nicht loslassen. Da muss man wirklich total Ruhe haben und entspannt sein, weil sonst schlafe ich beim Lesen auch ein. Ja, und ein Buch muss mich faszinieren. Ich lese die Bücher von hinten zuerst. Ich lese immer erst den Einband und gucke die letzten 2 Seiten, 3 Seiten, wie so der Schluss ist. Ah, da weiß man schon, wer da Mörder ist. Nein, das ist nicht, wenn einem das fesselt, dann kann ich das Buch gut auslesen. Ja, das ist so für Urlaub, so dass man dann ein spannendes Buch von vorne bis hinten durchliest. Aber wenn ich immer nur 10, 20 Seiten, dann ist das nicht mehr spannend. Also es muss mich faszinieren und dann lese ich eigentlich alles, wie es kommt. Aber es muss nicht langweilig sein, es muss gut geschrieben sein und mich von vorne bis hinten fesseln. Mein kurzer Traum vom Glück wäre jetzt, die Kartoffeln abzugießen, ohne die Hände sich zu verbrennen. Wir haben ja gedacht, wir brauchen auch männliche Verstärkung und du wirst das, glaube ich, am besten machen von uns dreien. Ich halte das Kabel. Ja, das geht. So, jetzt kommt das große Geheimnis. Wir präparieren bald den ersten Teller, ja. So, Detlef. Wunderbar. Dann schieben wir einfach mal hier. Aber die ist auch heiß. Ja. So, wir haben Kartoffelspalten, die schon sehr, sehr lecker aussehen. Dazu diese Kartoffeln noch, ja. Ja, ja. Wir brauchen 2 verschiedene. Haben gedacht, wir servieren. Oder wir stellen die, machen die in Schüsseln.
wir machen die so auf den Berg nach. Wir machen jetzt hier so ein paar fürs Auge. Wir machen jetzt ein Gedeck, ja? Für Publikum, für die Kamera, damit man sieht, wie lecker das ist. Wollen wir das Kamerateam zuerst kosten lassen? Ich glaube, den tropft der Zahn hier am meisten. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht von dem Schichtkohl gekostet. Ja, das stimmt, Detlef. Ihr müsstet alle beide bei den Erdbeeren. Du warst immer bei den Erdbeeren. Wie der Gewürz. Jetzt müssen wir mal sehen. Das ist nämlich deftig. Ja, es muss ja so sein. Mhm. So. Habe ich noch irgendwelche Gewürze? So. Heiß ist es, ja? Ja, Vorsicht. Detlef, du machst das wie Biolek. Ja? Ja. Du hast, den habe ich auch immer gerne gesehen. Ne? Ja. Sehr, sehr lecker. Wunderbar. Okay. Ja. Ihr könnt ja schon den nächsten Teller reichen, dann machen wir hier gleich drauf. So. Ja. Genau, sehr schön. Können wir schon mal in die Kamera halten. Genau. Wir können ja noch eine mit drauf tun. Ofenkartoffeln. Wunderbare Salzkartoffeln aus der Region und der Schichtkohl. Es schmeckt fantastisch. Mm. Wir können leider nur nicht so weit gehen. Und jetzt, jetzt brauchen wir noch einen Teller für das Dessert. Ja. Okay. Hier, warte mal, hier sind welche. Da brauchen wir noch das Eis und die Sahne. Okay. So. Ich habe noch eine Frage. Ihr zwei seid in so verantwortlichen Positionen. Hast du dein Glas schon ausgetrunken? Es verdunstet. Ach so. Und Heilbrunn und du? Na, ich hab's hier hinten. Wenn jetzt, oh nein, schluss mal nochmal. Auf die tollen Köchin, ja, also es hat Spaß gemacht. Wenn jetzt jemand einen Schalter umlegt und sagt, du darfst, du willst oder du möchtest nicht mehr im Bundestag, ja, für 80 Millionen Deutsche Mitverantwortung übernehmen, oder für 8.300 Menschen im Seeland. Was würde dann beruflich die Alternative sein? Also es gibt ja manchmal so Berufe, die man in der Kindheit ohnehin schon werden wird. Lokführer, Pilot oder was auch immer, ja. Ja, wo ich jung war, da wollte ich ja eigentlich ursprünglich Kindergärtnerin werden. Also viel mit Kindern. Ich arbeite gerne mit Kindern, mit Jugendlichen. Das ist so meins. Aber jetzt im Alter, ich glaube jetzt, da würde ich mir was Ruhigeres suchen, weil das doch sehr anstrengend ist. Trotzdem ein sehr schöner Beruf, wie ich finde. Aber was die Kolleginnen und Kollegen da leisten, auch mit dem neuen Kiefig, das ist bemerkenswert, das muss ich sagen. Und die Kindergärtnerinnen der alten Schule, die sind nach wie vor sehr gefordert und auch die sind belastbar. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aber heute würde ich es, glaube ich, nicht mehr machen. Aber vor 40 Jahren hätte ich es gerne gemacht. Erzieherin, Kindergärtnerin, ja. Arbeit mit Kindern. So, ja. Jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Sieht doch schön aus. Ist noch nicht optisch perfekt, wir arbeiten noch dran. Glaube, aber schön ist es doch, ja. Klar, also. Es ist, ich sag mal, das ist angenehmer Stress, wenn meine Enkel da sind und. Die in die Augen schauen und lachen und. Das ist alles so ehrlich, ja. Entschädigt für alles, was in der Woche an Stress war. Genau so ist es. So, das ist das fertig? Ja. So, jetzt darfst du natürlich auch kosten. Du verrätst mal, was würdest du gerne machen? Ich würde, glaube ich, als Lehrerin arbeiten. Das wollte ich früher immer mal werden. Ja. Und ich kann mir das auch heute in den schwierigen Zeiten gut vorstellen. Das ist, glaube ich, so Politikerjob eine gute Grundlage. So, das ist jetzt das Dessert. Ja, einen kleinen Löffel haben wir auch noch, wenn du magst. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten an der perfekten Gestaltung. Erdbeereis mit Sahne. Und das sind die Erdbeeren. Und da kommt dann dieser Balsamico. Genau. Und das darfst du jetzt kosten. Oh. Ja, ich darf. Ja. Dann würde ich jetzt mal. Da muss ein Stück Erdbeereis. Eine Erdbeere. Kannst du auch die Gabel nehmen? Warte mal. Lecker. Das war eine gute Idee, diese Kochshow, und euch einzuladen. Ich darf mich jetzt in Vorfreude für alle, die jetzt das Gekochte jetzt auch probieren dürfen, ganz herzlich bedanken bei meinen heutigen Gästen für die Show. Bei der Bundestagsabgeordneten Heike Bremer,
dir super lecker gekocht hat. Das Dessert, der Aperitif und ein Teil des Hauptmenüs. Ja. Und bei der Bürgermeisterin der Stadt Seeland in Schichtkohl, nein, wie heißt Füllkohl? Füllkohl mit den Kartoffeln und das Hauptgericht mit allen, mit Rosmarin und allen leckeren Gewürzen gemacht hat. Es war mir eine Freude, am Herd sozusagen der Gehilfe zu sein. Ich denke, ein bisschen ist es gelungen, den beiden wichtigen Persönlichkeiten, die so viel Verantwortung jeden Tag tragen, auch Privates aus der Nase zu ziehen. Man ist ein bisschen schlauer. Wer steht hinter dem Bundestagsmandat eigentlich, was für ein Mensch? Und wer steht hinter der verantwortlichen Position der Bürgermeisterin als Mensch? Das ist das Konzept der Veranstaltung. Ich hoffe, das Ganze ist aufgegangen und ich hoffe, alle haben Spaß dabei gehabt. Die Rezepte für die Gerichte, die hier gekocht wurden, werden im Internet dann zur Verfügung gestellt beim Küchenstudio Albrecht, dem ich mich nochmal ganz herzlich bedanke und auch beim Regionalfernsehen Harz und der Firma Siemens, die hier die Veranstaltung mit ermöglicht haben. Und jetzt kommt noch der Inhaber der Begründer dieser Firma. Ja. Ich möchte mich nochmal bei den Akteuren hier bedanken. Als Gastgeschenk dürft ihr natürlich die Schürzen mitnehmen. Sehr schön. Ja, danke. Ist auch euer Name drauf. Dann habe ich gleichzeitig noch Dietrich Gehner hat ganz neu gemalt. Mhm. Also ein Bild aus Quedlinburg für jeden. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Sehr schön. Wir zeigen das mal. Und. Toll. Heike, dann hast du vorhin gesagt, du hast oft Kontakt mit der Bundeskanzlerin. Ja. Und vielleicht, um unsere Region mal noch ein bisschen näher an die Bundeskanzlerin ranzubringen, habe ich dir mal noch eine Mappe vorbereitet. Das historische Sachsen-Anhalt rund um das anhaltische Heum. Und da sind Bilder drin vom Schloss Heum, Quedlinburg und verschiedenste. Wenn du sie siehst, wirst du dir das mal in unserem Namen überreichen. Ich bin ab 19. wieder in Berlin. Herzlichen Dank. Und am 20. sehe ich Sie auf jeden Fall, weil wir da Fraktionssitzung haben. Schön. Vielen Dank, werde ich überreichen. Und am 20. abends haben wir mit ihr unser Sommerfest. Die Fraktion mit allen Mitarbeitern hat immer unser Sommerfest und da ist sie natürlich immer Gast und singt gemeinsam mit unserem Fraktionsvorsitzenden. Ja. Und wir haben ja eine super Region hier. Carlo hat immer gesagt, wir müssen die Bundeskanzlerin mal nach ins Seeland holen. Vielleicht gelingt uns ja das, vielleicht ist ein erster Auftakt dazu. Lieber Harald, herzlichen Dank an das Küchenstudio, an die, natürlich der Dank geht zu dir persönlich hin. Ja, also vieles hängt am Menschen, der das Geschäft jetzt weiterführt, hervorragend. An Dietrich Gehner, ein Künstler, den ich verehre, der so vielfältig und perfekt in seiner Kunst ist, dass es mich schwer beeindruckt. Und wir haben nicht nur lecker gekocht. Ein Teil der Kunst. Und die Folgen dieser Kochshow werden bis ins Kanzleramt gehen. Das haben wir auch nicht alle Tage. Vielen Dank, viel Spaß beim Zuschauen und beim Essen dieser Gerichte. Guten Appetit. RFH. Wir sehen den Harz mit Ihren Augen. Ton am Dom. Das Halberstädter-Event wirft seine Schatten voraus. Handwerkskunst aus ganz Deutschland, umrahmt von historischer Kulisse und kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten, das ist Ton am Dom. Die bereits zum 9. Mal rund um den Halberstädter Dom geplante Veranstaltung findet wieder am 1. Juli-Wochenende statt. Vor 10 Jahren ist eben die Idee entstanden, dieses ganze Ton am Dom zu nennen. Und das ist ja zweideutig, die Töne des Doms und unsere Tongefäße. Das passt richtig gut zusammen und daraus ist das entstanden und ich denke mal auch richtig gelungen. Was ist in diesem Jahr das Besondere? Dieses Jahr das Besondere ist eigentlich, dass wir versuchen, unsere Kollegen dazu bewegen, neue Sachen auch mit auf den Markt zu bringen, die wir so noch nicht gesehen haben. Und ich denke, da kommt auch dieses Jahr wieder was ganz Interessantes. Ich kann es aber noch nicht verraten, was sie sich so ausgedacht haben. Wie viele Töpfer sind dabei? Dieses Jahr sind wieder 50 Werkstätten mit auf dem Markt,
Wir haben dieses Jahr auch ein paar neue Kollegen dabei, was mich auch besonders freut. Auch mal für die Damen mal das ganze Angebot, auch an Schmuck, keramischen Schmuck, was auch immer auf den Märkten gut gefragt ist, aber auch schöne Töpfe wieder. Und das ist ganz wichtig, schöne Töpfe müssen wir auf den Markt stellen. Die Museen rund um den Domplatz öffnen ihre Türen und laden zu außergewöhnlichen Führungen und Kreativangeboten ein. Auch der einzigartige mittelalterliche Domschatz ist zu bestaunen. Der Domschatz wartet dann auch wieder mit seiner tollen Ausstellung mittelalterlicher Kunstwerke auf die Besucher. Und es ist vielleicht eine tolle Alternative, wenn die Mutter und Ehefrau mal in Ruhe über den Töpfermarkt schlendern will, dass der Papa mit den Kindern in den Domschatz geht. Wir haben einen tollen neuen elektronischen Guide mit einer super Kinderführung, wo Wasserspeier Aquarius und Bischof Buko und den Kindern kindgerecht die Ausstellung erläutern. Und da kann man sich dann kurzweilig erholen bei auch nicht ganz so heißen Temperaturen. Wir hoffen ja, dass das Wetter toll ist. Natürlich darf die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Der Dom wird dabei zu einer klingenden Kathedrale. Wir haben natürlich Orgelmusik, klassische Orgelmusik, aber auch Jazz auf der Orgel. Und dann haben wir verschiedene Kombinationen mit Fagott, mit Traversflöte, mit Dudelsack, mit einem kleinen Vokalensemble. Wir machen im 2-Stunden-Rhythmus kurze Konzerte mit offenen Türen. Die sind dann jeweils so 20 Minuten. Da kann man sich mal zum Erholen aus der Hitze oder aus dem Regen in den Dom zurückziehen und dann sich dieses kurze Konzert anhören. Und dann 2 Stunden später gibt es dann das nächste. Es gibt auch einen Turmblasen mit dem Posaunenchor, wie gewohnt. Ja. Das Nordharzer Städtebundtheater feiert am 1. Juli mit seiner Komödie Pension Schöller Premiere. Wir werden in Kreuzgang der Liebfrauenkirche mit dem Schauspiel präsent sein und da die Premiere von Pension Schöller anbieten. Das ist einer der ganz großen Komödienklassiker in deutscher Sprache, gewissermaßen die Mutter aller Komödien. Ein wunderbares, sehr, sehr witziges Stück in der bewährten Regie von Robert Klatt. Wird auch sehr farbenprächtig und sehr bunt. Die haben schon bei den Proben sehr, sehr viel Spaß und ich denke, das ist eine runde Sache da in diesem wundervollen Ambiente. Auch an eine vielseitige gastronomische Versorgung ist bei diesem Event gedacht. Gastronomische Versorgung übernehme ich den Part direkt auf den Domplatz, also den Open-Air-Part sozusagen. Und da haben wir auch einen Zugewinn dieses Jahr mit einem Mittelalterstand mehr, der uns fischige Sachen vom Grill und aus dem Räucherofen präsentieren wird und unseren Gästen. Und ansonsten bleiben wir in der Größe, denn zu groß, denke ich, ist auch nicht angemessen, sondern passend zur Veranstaltung wollen wir eine gewisse Qualität halten und auch uns natürlich die Händlerschaft schon ein bisschen aussuchen können, dass die Gäste auch ringsrum zufrieden sein werden wieder. Was haben Sie sich in diesem Jahr Besonderes ausgedacht? Wir werden erneut teilnehmen. Wir haben 2 Jahre ausgesetzt, sind jetzt wieder im Kreuzgang der Liebfrauenkirche, umrahmen sozusagen das Theaterstück Pension Schöller, was dort seine Premiere erleben wird. Und wir werden ein Flying Buffet dort den Gästen anbieten, dazu natürlich die passenden Getränke und hoffen so, ein würdiger Partner für die Veranstaltung zu sein. Um solch eine große Veranstaltung zu organisieren, sind Unterstützer gefragt. Hauptsponsor ist in diesem Jahr wieder die Hartz-Sparkasse. Die Hartz-Sparkasse unterstützt ja gerne diese Veranstaltung, weil das ganz einfach eine regionale Veranstaltung ist, wo viele Halberstädter, aber auch aus dem Umland gerne zukommen. Und das machen wir natürlich sehr gerne, weil wir sind regional verwurzelt und die Unterstützung für solche Projekte, das liegt uns auch am Herzen. Freuen auch Sie sich am 1. und 2. Juli auf ein Fest rund um den Domplatz mit Keramik, Kunst und Köstlichkeiten. Wernigerode ehrt Nils Petersen, Bundesliga-Stürmer, für sportliche Verdienste ausgezeichnet. Geduld und Zeit musste mitbringen, wer seinem großen Idol auf dem Wernigeröder Marktplatz nahe kommen wollte. Bundesliga-Fußballer Nils Petersen erfüllte trotzdem alle Autogrammwünsche. Egal ob auf dem Bayern-Trikot vergangener Tage, der Playstation oder der klassischen Autogrammkarte. Lang war die Schlange derer, die mit einem der größten Sportler der Stadt auf dem Marktplatz feiern wollten.
Bei der Wernigeröder Sportlerehrung wurde Freiburg-Stürmer Nils Petersen Mitte April neben 5 weiteren Athleten zum Sportler des Jahres 2016 gekürt. Weil er da gerade im Schwarzwald wandern war, musste ein Ausweichtermin für die Ehrung her. So gab's für den Kickernachwuchs und die Fans ein Fest vor dem Rathaus mit Autogrammstunde und Torwandschießen. Der Bundesliga-Profi zeigt auch gleich mal, wie's geht. Als Auszeichnung für seine sportlichen Erfolge bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, bei denen er das deutsche Fußballteam im Spiel gegen Brasilien zu olympischem Silber führte, darf sich Nils Petersen ins Goldene Buch eintragen. Ehrung bedeutet für mich, dass es für mich eine Ehre ist, mich in dieses Goldene Buch der Stadt eintragen zu dürfen. Allein schon die Veranstaltung hier so drumherum zeigt ja doch, dass dann die Leute daran interessiert sind und den Weg verfolgen. Und ich freue mich, dass ich dann heute mich in dieser Stadt, ja, in dieser Sportstadt dann auch irgendwie verewigen konnte mit dieser Eintragung. Der Nachwuchs von Einheit Wernigerode, wo auch Nils Petersen Anfang der 90er Jahre seine ersten fußballerischen Schritte machte, durfte beim Torwandschießen zum Ehrentag nicht fehlen. Nach wie vor ist ihm der Kontakt zur Heimat und den Vereinen wichtig. In allererster Linie bin ich sowieso immer total gerne in Wernigerode, am liebsten auch am Marktplatz. Und wenn man dann nochmal hierher kommt und die Leute, vor allem die jungen Spieler natürlich oder die jungen Sportler, das Interesse haben, hierher zu kommen, um vielleicht ein Autogramm oder ein Foto zu erhaschen, ist es was Besonderes für mich, weil ich war auch mal klein und vielleicht hätte ich die Chance gehabt, jemanden zu sehen, der Bundesliga spielt, wäre ich wahrscheinlich auch da gewesen oder definitiv da gewesen. Die Chance hatte ich leider nicht und umso schöner war es, dass natürlich dann sich das heute so ergeben hat. Bald geht's für Nils Petersen wieder zurück zu den Wurzeln. Obwohl die Chance bei nur 1:32 lag, spielt der SC Freiburg mit Nils Petersen im Sturm in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals Mitte August auswärts gegen Germania Halberstadt. Und damit gegen die Mannschaft, bei der Petersen selbst von 2001 bis 2004 spielte und die sein Vater Andreas Petersen aktuell trainiert. Was ist das für ein Gefühl? Steht das zwischen Ihnen, wenn der eine dann gewinnt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ein Spiel auf dem Level hatten wir noch nicht, ein DFB-Pokalspiel. Deswegen wird es für uns auch eine neue Situation werden. Das Ganze drumherum wird für mich neu werden, auch einen Tag vorher zu übernachten, obwohl man ja eigentlich hier wohnt. Deswegen freue ich mich da auf das Duell. Ich weiß noch nicht, wie es wird, ob man da groß Kontakt hat oder nicht, weil es geht natürlich auch um viel Geld. Also das sind alles Faktoren, die darf man nicht vergessen. Und am Ende geht es dann halt um Gewinn oder Verlieren. Und in den 90 Minuten ist man dann halt auch mal Feind. Aber vorher und nachher werden wir uns in den Arm nehmen und dann hoffen wir, dass dann natürlich dann auch irgendwie alle Seiten zufrieden sein können, auch wenn es schwer wird. Was sind die großen Pläne für die Zukunft? Ja, erstmal natürlich in erster Linie den Erfolg, den man jetzt die Jahre hatte, natürlich irgendwie zu bestätigen. Das wird schwer genug. Ich freue mich jetzt so, wie es gelaufen ist. Bin dankbar für jeden einzelnen Moment, den ich jetzt erleben durfte in den Jahren. Und jetzt hoffe ich, dass da noch ein paar Jahre Bundesliga dazukommen. Und das wäre schon schön genug. Der genaue Spieltermin für die Begegnung Petersen Junior gegen Petersen Senior steht noch nicht fest. Trotzdem wird es am Ende nicht nur für den Freiburger Stürmer und den Halberstädter Trainer mehr als ein Fußballspiel sein. Heute bei RFH. Anhaltiner allerlei im Albrecht-Küchenstudio. Detlef Gürt kocht und klönt mit Heike Bremer, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Harz und Salzland, und Heidrun Meyer, Bürgermeisterin der Stadt Seeland, im Albrecht-Küchenstudio in Heum. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Hotel Stubenberg, ein Ort zum Wohlfühlen. Genießen Sie die frisch zubereiteten regionalen Speisen im Restaurant oder die leckeren Spezialitäten vom Grill im rustikalen Biergarten. Feiern Sie mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen im stilvollen Ambiente. Übernachten Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Und die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu. Das Team vom Stubenberg wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie.
Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf einer Tempur-Matratze Ihrer Wahl ein Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 193 Euro. Machen Sie es wie Felix Neureuther und entspannen Sie auf Ihrer neuen Tempur-Matratze. Herzlich willkommen hier bei uns im Autohaus Quedlinburg Süd. Seit 20 Jahren verkauft unser Team Jahres- und Gebrauchtwagen. Sehr gern kaufen wir Ihr Fahrzeug auch ohne TÜV und aus laufender Finanzierung zu fairen Preisen bar an. Darauf unser Wort. Dank der individuellen Beratung, auch im Finanzierungsbereich, haben wir die zufriedensten Kunden. Testen Sie uns, kommen Sie einfach vorbei. Ihr Autohaus Quedlinburg Süd. Unsere Autos sind top. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. 95 Schätze stehen für 95 Thesen, mit denen Luther die Welt veränderte. Sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Collegium Augusteum vom 13. Mai bis zum 5. November in der Lutherstadt Wittenberg. Die Schätze stammen nicht nur aus dem Lebensumfeld des Reformators, sondern auch von Personen, die von Luthers Arbeit inspiriert wurden. Luther, 95 Schätze, 95 Menschen, ist der Beitrag Sachsen-Anhalts zu den drei nationalen Sonderausstellungen zum 500. Jubiläum der Reformation. Weitere Informationen unter www.dreimalhammer.de. Die volle Wucht der Reformation. 25 Jahre Ökogarten, das Umweltzentrum und der Förderverein feiern Jubiläum. Mit einer kleinen Feierstunde feiert der Quedlinburger Ökogarten und sein Träger und Förderverein Geburtstag. Natürlich mit einem Aktionstag für die Kinder mit vielen Angeboten. Dabei sind auch die Kinder der Quedlinburger Kitas und Schulen und auch die Unterstützer, Förderer und Wegbegleiter des Ökogartens. Auch die offizielle Feierstunde begleiten und gestalten die Kinder mit. Hier die Schüler der 3. Klasse der Grundschule am Heinrichsplatz mit ihrem Programm. Der Pinguin, er wünscht sich apfelgroße Fliegen und 7 Meter lange Ziegen und Löwen, größer als ein Schrank und Schlangen, Kilometer lang. Zum Schluss wünscht er sich einen Wal, entsetzlich groß und kolossal. Doch da, oh Schreck, ist alles weg. Die Wiese fressen ab die Fliegen. Die Fliegen werden von den Ziegen gefressen und den Ziegenhaufen, den fressen alle Löwen auf. Die Löwen sterben durch die Schlangen, jedoch die Schlangen, all die Langen, die frisst der Wal mit einem Mal. Der Wal, der plumpst zurück ins Meer und nun ist alles wie vorher. Der Pinguin, halb schwarz, halb weiß, spaziert im Kreis wohl auf dem Eis. Und denkt sich so beim Kreis beschreiben, man muss sich halt die Zeit vertreiben. Der eine so, der andere so. Hello, hello, good morning, good morning.
In seinen Ausführungen erinnert dann Hartmut Koch als Vorsitzender des Fördervereins an die Gründung der Umweltbildungseinrichtung und deren weitere Entwicklung. 25 Jahre Zusammenarbeit, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ökogarten. Aus einer kleinen Idee, die irgendwann 1990 mal in der Stadt Quedlinburg durch Herrn Dr. Zernicke entstanden ist, haben wir gemeinsam doch etwas geschaffen, was, glaube ich, auch über die Grenzen Quedlinburgs hinaus bekannt ist. Begonnen hat der Förderverein in kleiner Runde. 15 Mann haben sich eines Abends zusammengefunden, den Förderverein zu gründen, um die Stadt in der ökologischen Kinder- und Jugendbildung zu unterstützen. Wir saßen hier in der Fachschule zusammen. Daraus hat sich dann auch räumlich ergeben, einen Garten auf dem Gelände der Fachschule, was wir angepachtet haben, zu gründen. Wir haben mit 2000 Quadratmetern angefangen. Der Förderverein wollte eigentlich nur, wie es der Name sagt, fördern, Geld bereitstellen, Geld sammeln, Fördermittelanträge stellen. Zu Anfang haben wir die Arbeit auch unterstützt durch Arbeitseinsätze. Da war es allein mit Arbeitseinsätzen noch getan, aber es wurde immer größer. Und bei der Gründungsversammlung hat, glaube ich, keiner dran gedacht, dass 5 Jahre später aus dem Förderverein der Trägerverein wird, die Funktion eines Arbeitgebers übernimmt und versucht hat, nach besten Kräften es gut und vernünftig weiterzuführen. Und wenn man sich heute hier umschaut, glaube ich doch mit ein bisschen Stolz sagen zu können, dass es uns ganz gut gelungen ist. Und ich hoffe, dass es auch in den nächsten 25 Jahren so weitergeht, dass wir dann vielleicht auch hier wieder zusammenstehen können. Ich hoffe, ich dann nicht mehr als Vorsitzender, dass sich dann wer Jüngeres gefunden hat. Vielleicht noch ein kleiner Abriss. Ich habe es gesagt, es ging 1992 los mit dem Förderverein. Wir wurden immer größer. Wir hatten zuerst nur den Garten. Dann hat die Stadt uns den Naturspielplatz oder besser gesagt das Gelände zur Verfügung gestellt. Es kamen immer neue Ideen auf, das grüne Klassenzimmer, der Naturspielplatz. Und im Jahr 2000 beim Winterbackfest, die Eröffnung des Lehmbackofens, es waren immer neue Ideen da. Das letzte große Projekt, wo ich auch für die Unterstützung der Bürgerstiftung, der ganzen Stadt Quedlinburg, der Bewohner, der Kinder, alle, die mitgeholfen haben, Geld zu sammeln, damit wir den Ökogarten erhalten können, dass wir die Fläche, die wir bisher nur gepachtet hatten, in Eigentum übernehmen konnten. Und wer sich schon mal umgeschaut hat oder es heute noch tut, auf den neu dazugekommenen fast 10.000 Quadratmetern errichten wir einen Naschgarten. Es ist ein Bienenlehrpfad entstanden in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein, eines Imkers in Quedlinburg ganz besonders, den Herrn Kramer. Ideen der Kinder wurden umgesetzt, es wurde ein Baumhaus gebaut. Also auch unsere Jüngsten kommen uns nicht nur besuchen, sie haben aktives Mitspracherecht. Leider haben wir im Sinnesgarten noch nicht das schöne Haus, das würde da gut hinpassen. Ich danke allen, die uns auf dem Weg begleitet haben. Danke für die Unterstützung. Auch aller anderen Vereine, die uns heute bei dem Fest mithelfen, wie auch in den vergangenen Jahren schon. Er bedankt sich bei Leiterin Britta Apelt und würdigt ihre Arbeit und das Engagement des gesamten Teams. Würden wir es nicht schaffen. Stellvertretend für alle möchte ich jetzt der Leiterin, die seit über 20 Jahren die Geschicke leitet hier unten, mein Dankeschön sagen. Lob und Anerkennung für die hier geleistete Arbeit mit den Kindern spricht auch der Oberbürgermeister aus. Nur der monetäre Rahmen, das Herzen des Engagement kommt von Ihrem Team heraus und vom Förderverein. Dafür nochmal herzlichen Dank. 25 Jahre Ökogarten sind, ich habe hier ein, zwei Stichpunkte, die ich noch nennen möchte. Also 25 Jahre Naturpädagogik und Naturkunde, Hand in Hand, ich habe es schon gesagt, mit den Kitas und mit den Schulen und in den Zeiten ständigen gesellschaftlichen Wandels und ständig neuer schulpolitischer Konzepte
eigentlich ein Fels in der Brandung unserer, unserer Formung, unserer Kinder, naturnahen Pädagogik, Sie haben es gesagt, und der Ökogarten blüht auf, geht weiter, auch dank der Unterstützung aus der Bürgerschaft, vorneweg die Bürgerstiftung. Wir haben die Eigentumsverhältnisse gesichert, wir haben Platz geschaffen und ich denke, wir werden auch die weiteren logistischen Voraussetzungen in den nächsten Jahren schaffen, um auch die, das, sagen wir mal, die Arbeitsbedingungen auch etwas zu verbessern für die Kolleginnen und Kollegen, die hier in Wind, bei Wind und Wetter vor Ort dafür sorgen, dass nicht nur unsere Kitas und Schulen einen schönen Anlaufpunkt haben, sondern auch unsere Familien am Wochenende. Dafür herzlichen Dank und weiter so. Und die Welterbestadt Quedlinburg ist stolz und freut sich, Sie sozusagen als Naturaushängeschild der Naturpädagogik zu haben. Und unser Geburtstagsgeschenk ist heute ein Baum im Garten der Sinne. Und da freue ich mich, dass wir den nachher pflanzen. Für Sie alles Gute, für Ihr Team, für alle noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Auch die Knirpse der Kindertagesstätte Gernröder Spatzen sorgen mit ihrer musikalischen Einlage für eine stimmungsvolle Feierstunde. Würdigung des großen Engagements der Förderer und Sponsoren wird ein Spenderbaum enthüllt, aktuell mit 39 benannten Spendern, welche den Ökogarten in den vergangenen 3 Jahren finanziell unterstützt haben. Große und kleine Firmen, Privatleute, Kinder, Rentner. Wir haben heute nicht alle nennen können, möchten aber, dass doch die Spender auch sichtbar sind und haben uns gedacht, wir machen einen Spenderbaum. Die größte Aktion war ja die Sammlung der Bürgerstiftung. Dazu nochmal an die Bürgerstiftung herzlichen Dank. Und alle, die dort auch mitgespendet haben und natürlich auch in den Jahren davor und auch weiterhin spenden, sollen hier verewigt sein. Aber wie man sieht, ist auch noch viel Platz für weitere Namen und Firmen, auf deren weitere Unterstützung der Verein hofft. Dann packt der Oberbürgermeister nochmal kräftig zu, denn er schenkt dem Ökogarten im Namen der Stadt eine Birnenquitte für den Obstgarten und pflanzt das Bäumchen mit Freude selbst ein. Auch die Welterbestadt Quedlinburg möchte sich an dem Baumprojekt beteiligen und verewigen. Und wir haben auf Empfehlung der Fachleute uns entschieden für eine Birnenquitte. Und mit der Besonderheit, das würde ich mal hervorheben, die selbst fruchtbar ist, also nicht auf andere Kräfte angewiesen ist, so wie wir als Stadt Quedlinburg auch das versuchen, aus eigenen Kräften immer zu schaffen. Hier auch der Beweis in Form der Birnenquitte dazu. Geschmack, knackig, fest und zart. Jetzt spare ich mir die Vergleiche. Jeder möge selber denken, wo das am besten zu passt. Aber auch manchmal süß bis säuerlich. Schwach und aromatisch, klingt so ein bisschen wie so eine Beschreibung, Herr Dr. Brecht, aus dem Stadtrat, ja, wenn man so manchmal die Stimmungslage beschreibt. Insofern also super geeignet hierfür. Vielen Dank, dass Sie dieses Projekt vorantreiben. Und ich darf schon mal ankündigen, dass ich selbstverständlich, so wie Vorgänger vor mir auch schon, als Oberbürgermeister auch selber noch einen Baum spenden werde. Während dieser offiziellen Momente haben die Kinder längst die Stationen auf dem Gelände gestürmt und genießen den Freizeitspaß mit Lerneffekt, wie man das Konzept des Ökogartens Treffen dann nicht auf den Punkt bringen kann. Sinnerfahrungsreise einmal um die ganze Welt ist das konkrete Thema an diesem Tag. Mitarbeiter des Ökogartens, Mitglieder des Fördervereins und Mitarbeiter des Dachvereins Reichenstraße betreuen die Stände, an denen stets viel Trubel herrscht. Es wird gekocht, getestet, getanzt und musiziert. Mit der Yogalehrerin geht es auf Entspannungsreise nach Indien. Die Bauchtänzerin entführt in den Orient,
die Pelmeni-Köchin nach Russland. Und bei der Eisverkostung ist Italien das Reiseziel. Vogelkundler Wolfgang Besen führt in die Vielfalt der Vogelwelt ein und hat extra einige seiner Tiere mitgebracht. Und sind das hier auch Küken? Und das sind kleine Gänse. Das Weltmobil hat einen Smoothie-Maker und Früchte aus dem Regenwald dabei. Und Zumba nach lateinamerikanischer Musik lässt auch die Kita-Kinder nicht stille stehen. So, ja, die Kinder haben jede Menge Spaß beim Zumba, weil das ist für den total was Neues. Die erleben da eine andere Musikrhythmo, eine andere Körperhaltung, eine andere Körperbewegung und die finden das toll. Dann sehen die mich mit dieses lateinamerikanisches Aussehen und finden das toll, dass jemand da gibt. Total bunt angezogen und total lustig, dass die für die da sind und ein bisschen was zeigen und die haben, wie gesagt, jede Menge Spaß. An weiteren Stationen können die Farben der Erde ausprobiert werden. Und das Mitmachtheater von Anja Herbner vom Theater Circumflex entführt ans Meer und in die Geschichtenwelt. Die Bockstraße 3, das ist wirklich ein Geheimtipp. Das ist genau zwischen dem Kultladen und dem Mephisto, dem Whiskyladen. Da gibt es eine rote Tür. Dahinter ist Figurentheater Circumflex. Und im Moment habe ich leider nur Sondervorstellungen. Das bedeutet aber, man darf mich anrufen, man kann mich buchen. Also, wenn man einen Geburtstag feiert oder einfach zu zehnt etwas über die Quedlinburger Stadtgeschichte erfahren möchte und dabei keine müden Beine kriegen, sondern lachen möchte, dann könnte man zu mir kommen oder bei mir anrufen oder mich anmailen. Und dann kann ich spielen. Aber ja, ich habe momentan ein Stück, das habe ich letztes Jahr rausgebracht. Das ist Wie der Hund ins Wappen kam. Da ranken sich ja auch sehr viele geheimnisvolle Geschichten drumherum. Und dieser Hund, der führt mit ein bisschen vergnügten Augenzwinkern durch die Stadtgeschichte. Dabei pickt er sich bestimmte Stellen raus, die ihm besonders Spaß machen. Aber es ist alles historisch korrekt und trotzdem wird es nicht langweilig, hoffe ich jedenfalls. Das ist das eine Stück und das, was ich hier spiele, das ist ja für Kinder zum Mitmachen. Meine Frau, die Ilsebill, naja, das kennt jeder, ne? Sie zickt rum und will immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Da sollen die Kinder mal merken, wie sich das so anfühlt und sollen auch ihren Spaß haben. Ach, die Arme, da erstickt sie jetzt ganz an ihrer Krone, ja? Das ist ja furchtbar. Ilsebill, was kann ich denn tun, um dich zu retten, mein Schatz? Begeisterung bei den Kindern auf ganzer Linie, die den Ökogarten einfach klasse finden. Also der Ökogarten ist richtig schön, man kann viele Sachen machen und man ist mitten in der Natur halt und alles macht hier Spaß. Und man kocht ja auch selber, es gibt viele Dinge, die man machen kann. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass man sowas hier gemacht hat, weil es gibt ja jetzt zur Zeit auch diese Handys und sowas und es ist halt einfach mal schön, hier mit seiner Klasse oder seiner Schule herzukommen und hier gibt es halt ziemlich viel Abwechslung, anstatt nur am Handy zu sitzen. Ich finde es ja schön, weil das ist einfach mal eine Abwechslung zu der ganzen Elektronik und dann kann man einfach mal selbstständiger werden, als einfach am Fernseher zu sitzen. Dann lernt man ja nichts und hier kann man alles lernen, was man will. Zum Beispiel Bogenschießen haben wir letztes Jahr gemacht und jetzt kann man sogar hier mit Erde malen, also mit Sand eigentlich. Und das macht total viel Spaß. Da ist man halt in der Natur. Man muss nicht viel Geld bezahlen. Und es ist echt schön. Vielleicht noch ein kleiner Akt, der auch zeigt, dass wir Anerkennung auch bei den Fachleuten finden. Der Regionalverband der Kleingärtner hat uns angetragen und wir haben den Vorschlag gerne angenommen, mit ihm einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen. Ja, auch da hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, über die wir sehr froh sind. Da bekommen wir halt, denke ich, fachlichen Rat und können uns gegenseitig befruchten, würde ich es mal nennen. Wir möchten eben an die Kinder, an die kleinere oder Nachwuchsgeneration herantreten und dazu bietet eben dieser Ökogarten die besten Voraussetzungen. Woanders müssen sie also über Schulgartenideen und sowas heranziehen, dass sie in die Anlagen reinholen, die Kinder. Aber
Hier ist das so eingebürgert schon, dass die Kinder meistens hier in den Ökogarten kommen. Und da haben wir uns gedacht, dann versuchen wir doch in Kooperation, wir von der fachlichen Seite und die Ökogärten mit dem, was sie schon geschaffen haben, haben sie hier die besten Voraussetzungen, dass daraus dann was entsteht. Und das ist erst im Wachsen. Auch wir wollen hiervon profitieren, dass unsere Fachberater, die wir haben, dass die hier auch Unterricht erhalten. Und hier können wir am besten auch zeigen in der Vielfalt, dass es auch in Richtung Ökologie geht. Ja, dass wir wegkommen von der Chemiekeule. Das ist also das Wesentliche, was wir damit jetzt erstmal erreichen wollen. Eine tolle Sache, dieser Jubiläumstag, finanziell unterstützt durch den Landkreis Harz, die Wohnungswirtschaftsgesellschaft, das Eine Weltnetzwerk und die Stiftsgärten GmbH, bei denen sich der Ökogarten herzlich bedankt. Bogenschießen auch für Schüler möglich. Stadtwerke Stiftung unterstützt Lief-Ullmann-Schule. Die Förderschule in der Wernigeröder-Rathenau-Straße erhielt zum Schuljahresanfang eine neue Außenanlage mit Spielplatz und Kleinfußballfeld und zum Schuljahresende können sich die Schüler über die neue Bogenschießanlage im Freien freuen. Zu verdanken haben sie diese neue Errungenschaft dem engagierten Schulförderverein, der erfolgreich Sponsoren ansprach. Der Förderverein der Lief-Ullmann-Schule steht eigentlich dafür, dass wir den Schülerinnen und Schülern sehr viele Möglichkeiten ermöglichen wollen, die also an anderer Stelle finanziell nicht möglich wären, dass sie also an Freizeitaktivitäten teilnehmen können, dass sie integriert werden, dass sie gefördert werden und wir eben einfach finanzielle Möglichkeiten schaffen, um andere oder überhaupt um Projekte zu realisieren. Natürlich mit Unterstützung von Sponsoren, von Freunden, von Mitgliedern, von Eltern und Kollegen. In der Schule lernen rund 80 Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren mit unterschiedlichem Behinderungsgrad. Für die Älteren unter ihnen ist das Bogenschießen zu einer beliebten Sportart geworden. Das konnten sie bisher allerdings nur begrenzt in der Halle ausüben. Sie trainieren seit 3 Jahren mit den Sebastian-Schützen. Unter ihnen ist auch der ehemalige deutsche Meister seiner Klasse, Michael Beer. Die pädagogische Anleitung und die fachlich-methodische Unterstützung von Profis ist für die Schüler ganz wichtig. Koordination, Konzentration und Wahrnehmung sind Eigenschaften, die sich bei dieser Sportart besonders ausbilden. Stellvertretender Schulleiter Thomas Fischer freut sich, dass das Projekt der Pfeilfanganlage so schnell umgesetzt werden konnte. Also an diesem Projekt mit dem Bogenschießen arbeiten wir seit etwas mehr als 2 Jahren. Immer unter erschwerten räumlichen und sicherheitstechnischen Bedingungen. Ja, und da ist natürlich dann der Wunsch entstanden, es besonders in der warmen Jahreszeit draußen zu nutzen zu können. Das mit dem Bogenschießen ist ja eigentlich eine Außensportart. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir einen Teil unserer Außenanlage hier versuchen sollten zu nutzen. Ja, und so ist es natürlich dann zu diesem Projekt gekommen. Erstmal ein Haufen sicherheitstechnische Überlegungen, ein paar Gedanken zur optischen Gestaltung. Ja, es ging dann nachher aber doch insgesamt relativ schnell, die ganze Geschichte. Wer hat Sie dabei unterstützt? Die unterstützt haben uns natürlich bei der Erstellung der Anlage zunächst mal die Stadtwerke-Stiftung der Stadtwerke Wernigerode. Ein Teil des Geldes kam auch von unserem Förderverein. Bei der technischen Umsetzung die Metallbaufirma Treu. Und natürlich nicht zuletzt bei der ganzen organisatorischen Abwicklung, bei der technischen Beratung, die Sebastian-Schützen, die natürlich auch das Training hier mit uns gemeinsam gestalten. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, das Training? Wie oft ist es in der Woche? Das Training findet immer freitags statt. Circa eine Zeitstunde mit einem Schülerumfang von etwa 5 Schülern. Wie alt sollten die Schüler sein? Das sind Schüler aus unseren oberen Jahrgängen ab 14 Jahre. Die Idee und das Konzept waren vorhanden und die Stadtwerke-Stiftung steuerte eine größere Summe dazu bei, sodass der Bau der Netzpfeilfanganlage schnell umgesetzt werden konnte.
Außerdem gab es noch zwei neue Zielscheiben. Also als wir den Antrag auf unserem sogenannten Tisch hatten, haben wir Mitglieder der Stadtwerke Stiftung gar nicht lange überlegen müssen, das Projekt mit zu unterstützen. Denn ganz einfach, diese Schüler können mit diesem Projekt spielerisch die Feinmethodik trainieren, schulen. Und das ist immer anders, als wenn man sagt, wir haben jetzt Unterricht und wir müssen vielleicht diesen Ball greifen oder diesen Würfel mal werfen. Hier ist das wirklich mit Spaß verbunden und da gab es für uns gar keine Überlegung zu sagen, diese Fördersumme von 1.300 Euro geben wir sehr gerne. Die Bogenschießanlage kann nun ohne Risiko genutzt werden. Der dahinterliegende Spielbereich ist sicher abgeschirmt. Jubiläum in Quedlinburg bei den 15. Quedlinburger Dixieland- und Swing-Tagen. Ja, es ist Zeit für das beliebteste Jazzfestival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH, ihrem Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in ihrer Nähe. Am letzten Juniwochenende vom 23. bis 25. Juni sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie nicht das Eröffnungskonzert am Freitag auf dem Marktkirchhof, shoppen Sie bei Jazz in the City und genießen Sie Coffee Time und Jazz am Samstag. Erleben Sie Quedlinburg bei Jazz und Dixie-Klängen auch in den beteiligten Hotels und Restaurants. Handgemachte Musik, die gute Laune versprüht, erklingt auch bis in die Nacht bei der Absacker-Party im Kaiserhof und der Nachtwache im Quartier 7. Keep Swinging! Alle Informationen, das Programmheft und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlinburg-swingt.de. Und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlinburg.de. Erleben Sie Landwirtschaft hautnah zum Anfassen beim 20. Landwirtschaftsfest in Rheinstedt. Der Dreiklang aus hochkarätigen Tierzuchtwettbewerben, einem weit gefächerten Bauernmarkt mit über 100 Anbietern und der großen Landtechnikausstellung wird Sie garantiert begeistern. Beginn ist um 9 Uhr mit den Richtwettbewerben der Tierzuchtverbände des Landes, der 4. Bundesschau Rotes Höhenvieh der Rinderallianz GmbH und der Selketalschau in der Reithalle. Um 10 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung durch Wilfried Feuerstack, den Vorsitzenden des Bauernverbandes Nordharz. Danach präsentiert der Herstädter Spielmannszug seine Musikshow ab 12 Uhr. Highlights sind dann die Auszeichnung der Zuchtsieger um 13 Uhr, das große Schauprogramm um 13.45 Uhr und die historische Schlepperparade um 17 Uhr. Freuen Sie sich auf viele Tiere und bestaunen Sie moderne Erntetechnik am 25. Juni beim 20. Landwirtschaftsfest in Rheinstedt. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFA Teletext ab Seite 301. Seht, da ist der Mensch, die neue Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Entdecken Sie bis zum 5. November Kunstwerke zum Thema Mensch, Religion und Selbsterfahrung im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Nähere Informationen unter www.mensch.kunstmuseum-magdeburg.de. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale.
Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Weltwärtsprogramm. Lisa Marie geht nach Uganda. Lisa Marie Stöckicht will sich sozial engagieren. Gemeinsam mit ihrer Mutter sucht sie Unterstützung beim Regionalfernsehen Harz in Halberstadt. Für die junge Frau steht fest, sie geht nach Uganda und will dem Land und seiner Bevölkerung helfen. Und zwar mache ich momentan gerade ein freiwilliges soziales Jahr in einem SOS-Kinderdorf in der Nähe von Bremen. Und das hat mich dazu angehalten, mein Engagement auch aufs Ausland auszuweiten. Ich mache mein FSJ über den Träger IJGD, der unter anderem mit der Weltwärtsorganisation kooperiert. Und darüber habe ich diesen Freiwilligendienst gefunden. Es geht jetzt nach Uganda. Warum nach Uganda? Ich wollte schon immer weit weg, ich wollte die Welt sehen und ich wollte unbedingt schon immer nach Afrika. Dass es nun genau Uganda geworden ist, ist eher spontan passiert, aber ich bin mit der Entscheidung, nach Uganda zu gehen, trotzdem sehr, sehr glücklich. Was werden Sie dort machen? Ich werde dort einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst leisten in einem Kindergarten und werde dort auch mit anderen Freiwilligen, die in anderen Einsatzstellen arbeiten, Kontakt haben. Wie ist die Finanzierung gesichert? Und zwar finanziert wird hauptsächlich dieses ganze Projekt durch das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklung. Und die tragen ungefähr 75% dieses ganzen Projektes. Und als Freiwilliger ist es meine Aufgabe, die anderen 25% zu übernehmen. Und das soll durch einen Förderkreis geschehen. Und zwar sollen in diesem Jahr 2700 Euro zusammenkommen. Das heißt pro Monat ungefähr 225 Euro, die dann jeder Freiwillige leisten muss. An wen appellieren Sie jetzt, dass Sie Unterstützung bekommen? Ich appelliere an alle Menschen oder an alle großen Firmen und Konzerne, die Lust haben, sich für die Probleme, die es auf der Welt und gerade auch in den Entwicklungsländern, in den ALA-Ländern wie zum Beispiel Asien, Afrika und allein Lateinamerika einzusetzen, weil dieser Freiwilligendienst nicht nur heißen soll, ich bin jetzt ein Jahr da und versuche die Welt zu retten, sondern es ist ein Lerndienst, der den interkulturellen Austausch, aber auch so entwicklungspolitische Zusammenhänge darstellen soll und zeigen soll, dass es halt global gesehen viele Abhängigkeiten und Wechselwirkungen gibt, die ein momentaner beständiger Prozess sind, die man aber auch greifen kann und die man verändern kann. Und das soll durch dieses Lern- und interkulturellen Austausch passieren. Ist diese Unterstützung jetzt bloß vor der Reise geplant oder wie geht das? Nein, und zwar macht diesen Freiwilligendienst 12 Monate, von September 2017 bis Ende August 2018. Und wer Lust hat, kann das ganze Jahr über spenden. Es kann eine große Spende geben vor der Reise, aber auch währenddessen ich dieses freiwillige Jahr mache. Ja, man kann unterschiedliche Beträge natürlich spenden. Wer Lust hat, mehr zu spenden, über 200 Euro, bekommt natürlich auch eine Spendenquittung. Aber auch über kleinere Beträge würde ich mich freuen, die dann durch einen Kontoauszug auch an das Finanzamt weitergegeben werden können. Wer Lisa Marie und die Projekte des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes unterstützen möchte, kann nicht personalisiert Spenden an das unten eingeblendete Konto überweisen. Für die junge Frau steht fest, sie wird sich auch nach dem Jahr in Uganda weiter sozial engagieren. Ja, nach dem Jahr bin ich, glaube ich, erstmal froh, wieder in Deutschland zu sein. Ich habe geplant, je nachdem, wie so meine Stimmungslage ist, vielleicht noch etwas weiter zu reisen und noch ein bisschen die Welt zu sehen. Aber hauptsächlich ist erstmal geplant, dann zu studieren, wahrscheinlich in Berlin, soziale Arbeit und mich dann dort auch bei IJGD weiter zu engagieren.
Das Regionalfernsehen Harz wird in einem Jahr über die Arbeit und das Leben von Lisa Marie Stöckicht in Uganda berichten. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Der Vorverkauf hat begonnen. Sichern Sie sich ab sofort Ihre Tickets für die Events der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele. Das gesamte Programm mit allen Ticketinformationen finden Sie online unter www.pkow.de. Am 1. und 2. Juli findet erneut die Veranstaltung Ton am Dom statt. Im Mittelpunkt steht einer der